Okay, also, dann plane ich jetzt einmal 1,20. Ja? Ab dem jetzigen Rack. Finde ich gut. Yes, das ist doch super. Also, 1 Stunde 20. Was packen wir alles in die Ehe? 1,20. Ich habe dich schon zu lange nicht mehr gesehen. Ja, wir sind einmal gegessen. Ja, schon lange her. Ja, das ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her. Und ich habe Sachen von dir gesehen. So. Okay. Oh. Nein, ich bin vier Werten älter und bin ja geschaut. Ah, oh. Oh, nice. Mhm. Es hat sich so ergeben, dass dort ein Termin frei war. Und meine Freundin und ich haben gefunden, jetzt gehen wir schauen. Und den Widmer haben wir natürlich auch gesehen, mal in seiner... Ist ja vor allem wegen ihm gegangen, also hoffe ich. Nein, und ich habe es wirklich auch spannend gefunden, weil die sehe ich nicht an dem oben. Ich weiß aber, dass es unter anderem aus deiner Väterin ist. Und es ist, also ist viel los gesehen in meinem Kopf. So, okay. Weißt, weil du schaust es als nicht ganz neutraler Zuschauer. Mhm. Automatisch. Weil irgendwie, du hast mehr Verbindung dazu wie sonst. Weil oft kenne ich halt so ein Schweizer Theaterstück, ist ja oft in einer Originalfassung von jemand anders und dann ist vielleicht von jemandem umgeschrieben worden oder so. Aber aus dem Nichts ist eigentlich die Geschichte gesehen, dass wir beim Nachtessen sind und du sagst, ja, jetzt habe ich ein Theaterstück geschrieben. Und ich sage, ah, cool, und wann kommt das? Und ich so, ja, was ist gesehen? 2 Wochen. Ja, genau. Das ist alles okay. Sehr schnell gegangen. Nichts mitgekriegt. Ja. wie ist das denn für dich gesehen? Sonst, ich kenne es ja selber, man schreibt, man bereitet etwas vor, dann geht man auf die Bühne und dann ist man ja selber das, was man auch immer geschrieben hat, am Performen. Und so etwas aus der Hand zu geben, irgendwann, wie ist das gesehen? Hey, natürlich, es ist anspruchsvoll, finde ich schon, etwas aus der Hand zu geben. Gerade wenn man es selber geschrieben hat und wenn man es zum ersten Mal macht. Mhm. Ich hatte das vorher noch nie gehabt, die Erfahrung. Mhm. Aber ich habe gefunden, es ist mega schön, wenn du so vertrauensvolle Leute um dich herum hast. Yeah. Wo das kannst geben. Also wir haben mit dem Alex Stutz einen jungen Regisseur können gewinnen für das Projekt und ich fand, also, der bringt wie nochmal so eine mega neue Farbe rein. Mhm. Dass es nicht einfach so klassisch daherkommt wie so ein Schwank. Das haben wir wie vermeiden. Wir haben gefunden, es soll irgendwie modern sein. Yeah. Und dann halt auch mit allen Konzessionen quasi, dass halt auch, es gibt dann einfach auch ein Bühnenbild, wo wir, da haben wir dann nichts mehr mitzureden. Mhm. Es wird gemacht irgendwie. Mhm. Und wir sind bei der Probe ab und zu dabei gewesen und haben wir können Feedback geben. Das habe ich mega wertvoll gefunden. Ich glaube, das hat auch der Produktion auch nochmal gut getan, wie nochmal so die Aussicht zu hören. Und dann ist schon der erste Abend ist einfach mega toll gewesen. Das erste Mal zu sehen. Mhm. So, ja, wir haben einfach, wir haben mega viel investiert drin, wir haben mega viel geschrieben, auch mega viel so kritisiert an den Vorschlägen von der einen oder anderen Person und nachher sitzt du so drin und denkst so, wie schön, ich muss nichts machen. Ich kann einfach schauen. Sonst sind wir auch immer selber am Performen und wir haben nie die Chance, den eigenen Witz zu sehen. Das ist schon sehr, sehr toll. Ja, aber ich kenne es nur umgekehrt, wenn ich irgendwie Regie mache bei jemandem, dann merke ich, dass ich, wenn ich selber auftritt, bin ich null nervös. Aber bei einer Premiere bin ich dann super angespannt, weil ich es eben nicht kann kontrollieren. Dann bist du einfach so, was passiert jetzt? Ja, doch, das stimmt. Es gibt schon beides. Es sind beide Gefühle, ja. Ja, das kenne ich auch noch, das Gefühl, von wo jetzt läuft es einfach. Yeah. Also, das Schöne war, wir waren in einer Preview gewesen, und dann kannst du mir sagen, hey, look, wenn irgendetwas findest du so, es geht gar nicht, könntest du ja nochmal reden. Aber du weißt einfach, es ist irgendwie halt am Tag drauf ist Premiere. Aber es war ein schöner Moment gewesen. So, hey, wirklich, es ist auch so absurd, dann zu sagen, hey, ich sehe es jetzt gespielt und ich muss selber nochmal lachen. Mhm. Und habe irgendwie bei gewissen Szenen also wie so, merke so, also, es kommen kurz Tränen, wie es eine Szene so ist, wo es wirklich so als Eingemachte geht. Mhm. Und ich habe gefunden, er hat so brillant gespielt. Also einfach, wie es meine eigene Fantasie nochmal übertroffen hat, so wie wir es uns ausgedacht haben. Mhm. Hat es wie nochmal auf seine Art einfach neu interpretiert. Du bist so drin, das gibt es gar nicht. Ich kenne eigentlich jedes Wort, aber trotzdem kann ich es erleben, als wäre es das erste Mal. Es kriegt eine andere Tiefe dann. Ja. Als nur das geschriebene Wort. Ja. Ja. Ja, also ich habe es sehr toll gefunden, muss ich an der Stelle sagen. Ich habe es kurz geschrieben, aber es hat mir sehr gefallen. Und
ich habe ein bisschen Vorbehalt gehabt, weil du Widmer eine Woche vorher da gesehen und hat vom Bühnenbild gehabt. Und ich habe mir so salopp gesagt, ja, weißt du, was ich nicht kann, ist so, so eine Neuinszenierung, wo irgendwie vier Würfel das ganze Bühnenbild sind. Und er so, wir haben vier Würfel. Vier Würfel und wir haben den Nackten auf der Bühne. Es ist ja so. Aber sie sind wirklich mehr als Mittel zum Zweck, zum effektiv in einem bestehenden Bühnenbild noch ein bisschen mehr Settings zu kreieren. Ja, das ist ein grosser Unterschied, wie das, was ich in meinem Kopf hatte, die leere Bühne, vier Würfel und so. Dann werden die dann so, so abstrakt, werden sie immer zu etwas konstruiert. So. Ja, also ich habe es einfach toll gefunden, oder so, das, was wir mal darüber geredet haben, ist so gewesen, hey, ich fände es schön, wenn es nicht einfach ein Tisch wäre und so klassisch, sagen wir jetzt schwankmäßig daherkommt. Ja. Das fände ich schade. Und links eine Türe und rechts eine Türe. Genau. Wobei das natürlich schon toll ist. Mit dem, ich habe das schon gerne geschaut, damals so die... Molière. Ja, Molière. Oder einfach als Kind dann habe ich so die Schwenk mit dem Jörg Schneider, mit diesen tollen Titeln, nicht so, nicht ohne meine Hose. Ja. Yeah. Und es ist immer so, es hat immer den Moment gegeben im Schwank innen, wo dann irgendwie nach zwei Drittel vom Stück ist der Titel das erste Mal von einem der Hauptakteure laut gesagt worden. Absolut. Und der frenetische Applaus. Genau, es hat immer Applaus gegeben. Der erste Schwank, den ich gespielt habe, hat geheissen «Leo riss die zusammen». Und dort ist genau so wirklich so nach, einer Stunde ist dann wirklich irgendwann «Leo riss die zusammen». Und alle so. Immer ganz viele Türen. Ganz viele Türen, wo immer gerade jemand rein kann, wenn jemand rausgeht. Aha. Und so. Und, alles Stück nur auf Verwechslungen aufbauen, ja. Genau. Und ich habe mich mal wahnsinnig verletzt, weil ich habe so einen Reporter gespielt in einer Schönheitsklinik, wo irgendwie so ein tolles Foto will von der Schauspielerin, die sich dort irgendwie operieren lässt. Ja. Weißt du. Und vom Timing her ist dann da oben nicht ganz aufgegangen, dass ich so muss zu einer Tür rennen und sie muss die Tür zuschletzen. Und ich bin aber schon zu weit gesehen. Das heisst, ich habe halt so ein bisschen meine Hand schon im Türspalt gehabt. Und dann hat sie angefangen, die Tür zugeschletzt. Und hast du heute noch eine Verletzung davon? Es ist immer der gleiche Finger, wo ich mir auch mal ein Weinglas irgendwie reingerammt habe. Man sieht nicht viel, es ist nur so eine Strichnarbe. Aber ich finde es noch spannend, so, wenn man irgendwo verletzt war, was ist es? Irgendes Gefühl, manchmal je nach Wetterlage oder je nach Süßstimmung, also yeah. Manchmal finde ich, irgendwie spürt man es noch. Und ich weiß nicht, ist es einfach so mein Kopf, der sagt, ah, ja, da ist mal etwas gewesen, aber ich habe wirklich das Gefühl, ich habe irgendwo den einen Finger gebrochen. Yeah. Und dann ist es je nach Wetter, finde ich spüre den. Das glaube ich. Dass der irgendwie, der ist irgendwie anders. Ich spüre meinen linken Fuß, also eben vor allem das Sprunggelenk, den ich halt gebrochen habe, spüre ich auch sehr nach Wetter. Immer noch. Das ist, glaube ich, so. Ja. Ein Gespüren, oder? Wie spürst du das Publikum, wenn du auf der Bühne bist? Also, wie meinst du, was ich empfinde, oder aufgrund von was ich es festmache, dass das jetzt irgendwie ein Gespür gibt? Ja, aber ich finde, es sind immer so Gespürsmit-Diskussionen, ja, das können wir einfach weglassen. Aber trotzdem finde ich so, wenn man auf der Bühne ist und man merkt so, jetzt... Also wir haben unsere vorbereiteten Bits, und das wird ja dann angereichert mit all dem, was im Obig noch passiert, Improvisation und so. Und irgendwann gibt es so einen Moment, wo ich finde so, jetzt bin ich mit dem Publikum einfach so voll im Flow. Mhm. Und ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber irgendetwas schwingt und resoniert mega und das fällt irgendwo an im Saal und nachher verbreitet sich so überall. Das sind alle, alle, die ich wahrnehme, sind in dieser Schwingung drin. Ja, ich habe das ab und zu, wo ich wirklich das Gefühl habe, das ist jetzt so wie so eine Gesamtenergie, die irgendwie so hier und her schwappt. Ich habe auch schon feststellen für mich persönlich, dass das oft ja auch für meinen Kopf ist. Das heißt, je nachdem, wie ich drauf bin, habe ich das Gefühl, die Energie ist mehr da oder sie ist nicht so da. Aber ich habe das Gefühl, es liegt schon an einem selber zuerst. Man macht es immer so ein bisschen abhängig vom Publikum, aber eigentlich ist man selber zuerst verantwortlich dafür, was beim Publikum passiert. Also ich finde auch immer die Comedians mühsam, wenn man irgendeinem Open Mic ausprobieren ist, dann kommen sie vor der Bühne und so, hey, scheiß Crowd. Ja, so, yeah, yeah. Come on! Also, genau. Du bist jetzt 7 Minuten da oben gewesen, was wolltest du sagen über die Leute? Also ich finde immer so, wenn ich etwas ausprobiere, dann komme ich nachher an und denke so, hey, shit, was habe ich falsch gemacht? Weil manchmal ist es mega fein, so am Anfang irgendwie, ich bin vielleicht nicht wirklich da. Genau. Also ich finde, das ist so ein mega krasser Moment, wenn wir auf die Bühne kommen. Dann so wirklich einen Moment lang einfach so, für mich ist es wie so, eigentlich will gar nichts im Kopf haben, sondern einfach mal so da sein, ankommen. Ja. Und dann, ich finde, in diesem Moment passiert mega viel. Häufig weiß ich gar nicht, was ich als erstes sage. Es ist wie, ich weiß so ein bisschen, auf was ich raus will, aber ich spüre so, ich muss zuerst mal ankommen und
dann manchmal siehst du irgendwie in der ersten Reihe ist irgendeine, ich weiß auch nicht, eine Frau, die irgendwie neben ihrem Sitz, weil ihr Partner nicht kam, ist alle ihre Rucksäcke aufgetürmt oder was auch immer. Irgendetwas ist immer und irgendwas aus dem raus kommt zu denen. Aber es braucht eigentlich wie so, ich finde, es braucht zuerst so ein Wahrnehmen von einfach, von was ist. Genau. Und ich glaube, dort fängt dann eben das an mit der Energie. Oder? Es ist selten der Fall, dass du ja schon startest mit einer Wahnsinnsenergie im Raum. Sondern die baut sich ja auf. Und ich finde es auch gefährlich. Manchmal gibt es sich so, wenn sich die Leute mega freuen, dass man jetzt kommt. Und dann ist aber, dann habe ich eigentlich immer Schiss, weil sie so mega frenetisch applaudieren, dass man kommt. Und dann merke ich so, oh shit, hey, das ist einfach Pressure, oder? Also wie soll ich das jetzt einlösen? Es wird irgendein Schwirz ein bisschen runtergehen, weil es gibt auch ruhigere Nummern. Das ist ja bei Comedian mit dem Jerry Seinfeld, die Doku, das ist ja dort so hart zu sehen, wie einfach er halt der Megastar als Surprise Act irgendjemand bei einem nicht ganz Open Mic, aber halt bei irgendeiner Mixed Show, kommt auch einfach irgendwann. Und es geht 5 Minuten, bis sie aufhören klatschen. Ja. Sie klatschen und jubeln 5 Minuten, weil der fucking Jerry Seinfeld da ist. Und 5 Minuten später ist es totenstill, weil er probiert neues Zeug aus und es ist halt einfach, auch wenn es er ist, ist es nicht von Anfang an brillant. Oder? Und dann sagt er sogar auf der Bühne irgendwie so, ja, das kann nicht immer. Jetzt sind wir ein bisschen enttäuscht, das kann nicht immer gerade ein mega Kracher sein. Das finde ich mega. Im Comedy-Saal in New York ist das eigentlich fast immer so, wenn die Surprise-Acts kommen. Mhm. Irgendein Louis C.K. kommt, das habe ich auch gefunden. Die Leute einfach wirklich 5 Minuten am Applaudieren. Ich dachte, hey. Und dann probieren sie und fangen etwas aus. Und ich merke so, ich habe ja Freude, dass er da ist. Ja. Aber ich finde trotzdem so, hey, nein, ich will wirklich, ich kenne es selber. Ja, wir kennen das selber, oder? Wir wollen nicht den Druck eigentlich aufbauen, wenn es um neue Sachen geht. Der Beste, den ich jemals gesehen habe in diesem Punkt, ist der Daniel Tosh gesehen. Ja. Weil der hat. Der ist auch irgendwie im Improv in L.A. ist irgendwie Surprise Act gesehen. Und die haben angefangen jubeln, wo sie gesehen haben, dass er kommt und so. Und dann hat er sie wirklich abgebrochen. Er hat wirklich gesagt, ja, ich weiß, ihr findet es voll geil, weil ich irgendwie vom Fernsehen bin und ihr kennt mich da, lang mich an. Und weißt du, hat wirklich so, die eben dort hat Energie extra rausgenommen, sich so zu einem richtigen Arsch gemacht. Und dann hat er gesagt, und jetzt mache ich 5 Witze und dann verpisse ich mich wieder. Und dann hat er ein paar neue Sachen ausprobiert, super cooles Zeugs und so. Und ich glaube, dann hat er die Informationen gehabt, die er gebraucht hat. Aha. Weil sonst eben, wenn der auch nur, was sind es, 5 Jokes? Also das sind vielleicht 8 Minuten gesehen, die er gemacht hat, oder? Wenn du dort noch probierst, eben die Wellen mitzureiten und so, dann hättest du ja nicht gebracht, weil dann probierst du es nochmal 3 Mal und dann merkst du, ja, das Material ist vielleicht doch nicht so gut, oder? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du Sachen testest. Ich merke, ich kann zwar lachen, aber es sind nicht die mich interessieren. Aha. Sondern irgendwie so durch ein bisschen Rhythmus und mal irgendwie ein Gesicht da und ein bisschen Melodie in der Stimme, kannst du so halt Lachen erzwingen. Ja. Aber das ist ja nicht der Inhalt, den ich jetzt ausprobiere, sondern einfach, ich will denen so ein bisschen easy Zeit geben, aber ich probiere auch noch die Infos rauszuziehen. Hey, im Fall, jetzt beim neuen Programm habe ich mega viel mal. Also eigentlich, beim neuen Programm war es fast immer so gewesen, ich schreibe eine Nummer, es ist so eine Polit-Comedy-Show, und ich schreibe eine Nummer und ich habe sie wie zum Teil noch so ausprobiert, wo ich noch mit dem alten Programm auf Tour war. Ich mache immer so nach der Pause irgendeine so 10-Minuten-Slot, so ein bisschen dazwischen, wo ich neues Zeugs teste. Und dort, zum Teil, wenn ich den Text noch nicht kann, dann mache ich es halt wie transparent, dass ich irgendeinen Text so ein bisschen herlege, ein bisschen improvisieren oder ich lese zum Teil wirklich sogar vor, wenn es eine Parodiennummer ist. Oder so. Und dann habe ich mega häufig gehabt, dass ich lese den vor und beim Ausprobieren, hey, wirklich einfach die Leute lachen. Einfach lachen sich einen ab. Ich dachte so, krass, geil, hey, schön. Danke vielmals, das erste Mal gerade funktioniert. Und nachher gehe ich heim und die Aufnahmen so ein bisschen analysieren und finde so, okay, jetzt lerne ich den Text auswendig, gehe das nächste Mal auf die Bühne. Hey, und dann ist es einfach so um Welten einfach wie weg. So manchmal denke ich, es ist wie so der Zauber, dass die Leute wirklich spüren, so, hey, ich habe den Drang, das jetzt erstmal erzählen und ich erzähle es dann auf eine andere Art. Und meistens so beim zweiten Mal denke ich, wie so, die Nummer ist kaputt. Ich habe sie kaputt gemacht. Ich weiss noch nicht was. Und dann tut es mir wie so ein paar Mal, bis ich dann irgendwie langsam herausfinde, was habe ich eigentlich beim ersten Mal intuitiv richtig gemacht. Und habe ich irgendwie vielleicht, weil der Kopf sich zu fest eingeschaltet hat oder was auch immer. Ist irgendwie, was ist verkehrt? Und dann fangen sie an zu flicken, quasi. Ich glaube, es ist ja trotz allem nie so stark, wie wenn du das erste Mal erzählst. Egal, ob du es lesest oder noch nicht wirklich kannst, aber
die Echtheit, das ist ja das, was wir dann probieren, für die nächsten 200 Auftritte zurückzuholen. Die Dringlichkeit. Und genau. Immer filmen, irgendwie zum, in das Gefühl wieder reinkommen. Ja, ja, ja. Das ist schon, ich finde das dann die grösste Arbeit, dann ja, wieder an den Zustand herkommen. Und natürlich, dann merkt man noch Sachen, könnt raus, das ist eine Verdopplung. Ja. Yeah. Aber ich habe meistens Meisterschiss vor dem zweiten Mal mit den Sachen. Der Steve Martin erzählt mal eine Geschichte von, es ist so eine Anekdote, oder? Wo drei Schauspieler irgendwie zusammen ein Stück spielen und dann gibt es eine Szene, wo ein riesen Lachen gibt. Oder? Und dann irgendwann sind sie in der Garderobe und dann sagt der eine, boah, die Szene, wo ich dort mit dem Stock so wirble, dort verrecken sie ja immer. Und dann sagt der andere, nein, nein, das ist, weil ich dort mit dem Hut so, weißt, so ein bisschen ja. Runterziehe. Und dann sagt der dritte, nein, das ist, weil ich eine Grimasse zum Publikum mache. Und dann fühlen sie ja stritten, wem jetzt der Lachen gehört, bla bla bla. Und dann machen sie ab, also, jetzt macht jeder mal etwas nicht und jeder andere macht mal etwas und so. Und dann schauen wir, bei wem es wirklich ist. Und dann machen sie das x-mal und es gibt nie ein Lachen. Oder? Wenn der eine mit dem Hut allein macht, gibt es kein Lachen und der andere mit dem Stock und so weiter und so fort. Und dann irgendwann sitzen sie zusammen und sagen, okay, in dem Fall ist es, weil wir alle drei das halt einzeln machen, gibt es zusammen so ein Lachen. Machen wir es ab jetzt wieder so. Und dann machen sie es wieder so und es gibt kein Lachen mehr. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Oh, that's the end. Ja. Und das finde ich so geil, weil es ist genau das von, du probierst dann irgendwie rauszukonstruieren, auseinanderzunehmen und auch wenn du es gefühlt genau gleich zusammensetzt. Ja. Es ist halt gleich nicht so wie vorher. Oder? Ja. Und ja. Man kann sich zum Teil nicht erklären. Ich freue mich auch, warum wir das eigentlich die ganze Zeit immer wieder machen, oder? Also es ist ja, also es ist so, eigentlich das neue Konstruieren, ich finde, das macht eigentlich am meisten Spass auch, oder? Es ist so, irgendwie in neue Gewässer reingehen und finden, hey, kann ich jetzt neues Programm von, kann ich eine Nummer machen über Neutralität? Mhm. Ein Thema, wo zwar alle schon so irgendwie darüber geredet haben, aber ist das wirklich lustig? Wie macht man das? Und irgendwie x probiert man verschiedene Sachen aus und irgendwann spielt, ah ja, cool, der Pfad funktioniert. Yeah. Und dann merke ich, ich finde es mega interessant, solange ich noch nicht genau weiss, wie es funktioniert. Und dann finde ich es grossartig, wenn ich das erste Mal das Gefühl habe, ah, jetzt float es. Mhm. Und dann verliert es aber irgendwie einfach mega schnell. Interessant, oder? Dann finde ich so, okay, das ist jetzt gemacht. Und dann wird einem langweilig. Ja. Dann fährt man rumbasteln und dann macht man es oft. Also es gibt, aber dann fährt man wieder etwas Neues an, wo man aber wieder weiss, ich muss wieder durch den ganzen Schmerz durchgehen von, ich weiss noch nicht, warum es nicht funktioniert. Ja. Aber das ist, eben, finde ich ja das Geilste. Also ich habe gemerkt, was mir in der Covid-Zeit am meisten gefällt hat, ist eigentlich neues Zeug zu kreieren. Aha. Weil ich habe zwar im ersten Teil von Covid habe ich das neue Programm, also jetzt das alte Programm, erschaffen. Und im Moment, wo das dann auf der Bühne war, das ist sonst der Moment gewesen, wo ich ja schon wieder ein neues erarbeitet habe. Und dort ist aber wie klar gewesen, es macht jetzt keinen Sinn, ein neues schon zu erarbeiten. Das heisst, ich habe dann mit dem funktionierenden Programm bin ich rumgetourt und ich habe nicht wirklich Neues kreiert und ich habe nicht die Dringlichkeit gehabt, etwas Neues zu kreieren. Und dann habe ich gemerkt, wie wirklich so meine Spasskurve einfach so Stück für Stück bisschen abnimmt, weil einfach mir das Gefühl fehlt von, eben wenn du, etwas, wenn du irgend zum ersten Mal ein Lachen hast mit etwas, was du vorher nicht gemacht hast, das ist ja eigentlich Droge. Ja, und ich finde es aber auch schön, also ich finde es momentan wieder schön zum Sachen schreiben, weil Themen wieder diverser sind, oder? Eine Zeit lang hat es einfach nur Covid gegeben. Ja. Yeah. Und dann ist wie so, alle anderen Themen sind gar nicht mehr so aufgeploppt, mir das Gefühl, das interessiert eigentlich fast niemand. Ja, ja, ja. Und jetzt finde ich es schon schön, also über lange Zeit, wir können so an verschiedenen Themen wieder schreiben und so ein bisschen die Gewissheit haben, ja, ich glaube, wenn dann die Nummer mal fertig ist, vielleicht ist sie zwei Monate, vielleicht braucht es auch ewig, aber dann, ich glaube, ich kann es immer noch erzählen, weil es ist, absolut, es ist mit Covid-Zeugs habe ich das Gefühl gehabt, es ist so wie das Einzige gesehen, wo man darüber hat können reden, aber die Leute im Publikum hat es ja dann gleich angeschissen, dass das jetzt das Thema ist, oder? Es ist so, ja, man hat es schon überall, wieso jetzt auch noch da? Also mit dem Trump habe ich das auch eine Zeit lang das Gefühl gehabt. Wo ich habe mich immer verweigert. Ich habe gesagt, ich werde keinen Joke machen über den Trump. Nein, weil es hat so eine komplette Übersättigung gehabt, rundum ist nur Trumps Thema gesehen. Und dann weiß ich noch, eine Show und dann kommt Person X auf die Bühne und fährt als erstes an mit irgendwie Fake News, alternative Fakten und was weiß ich. Und dort ist aber zum Beispiel schon ein bisschen Energie da gewesen. Ja. Und ich habe das Gefühl gehabt, die Energie ist dann gerade so ein bisschen, oh, fuck. Ich habe gedacht, ich gehe an eine Comedy-Show, weißt du, und jetzt kommt das schon wieder. Und irgendwie so das Allgegenwärtige finde ich dann zum Teil auch schwierig. Am besten ist so für mich eben, man macht eine oder keine. Aber nicht eine halbe Stunde. Und wie findest du es sonst mit Themen? Also ich finde schon, weil wir ja alle häufig so verschiedene Social-Media-Kanäle irgendwie und Leute am Followen sind, wie so der kleinste gemeinsame Nenner, den zu finden,
für ein breites Publikum. Das finde ich schon immer wieder eine Herausforderung, zum Beispiel auch bei Parodien, oder wer kennt man überhaupt noch? Also das Feld ist mega klein geworden von Leuten, die ich finde, die man überhaupt kann parodieren kann, die dann eigentlich alle kennen. Absolut. Aber ich finde es auch bei Themen sonst, um darüber zu reden, oder? Ja. Also wenn ich viel auf TikTok oder Sachen schaue, finde ich so, ja geil, komm, ich könnte das und Zap machen. Und dann denke ich so, okay, jetzt gehe ich am Abend ins Stadttheater spielen. Und natürlich hat es ganz viele Junge auch dort, aber es hat auch sehr viele, halt einfach, die irgendwie 40 waren. Ja. Und denke ich so, hey, wenn ich jetzt dort einfach 10 Minuten über TikTok mache, dann finde ich es auch noch interessant, aber ich finde es halt nicht lustig. Ja. Kennen. Ich finde dort immer spannend. Kriegt man es an, dass zum Beispiel über das redest und die Leute lustig finden, auch wenn sie nicht checken, von was du redest. Das ist eigentlich... Das ist super, ne? Also, beim letzten Programm von Mittermeier hat er eine Nummer über Love is Blind. Aha. Und er fragt zuerst, wer hat es gesehen? Und es haben wirklich etwa 4 Leute aufgestreckt von 1500, 800, irgendwie so. Und nachher macht er gleich 5 Minuten drüber. Und alle haben es lustig gefunden. Ja. Weil er halt eben irgendwie kann erklären, was die Sendung ist. Und danach macht er irgendwie Dialog aus der, bla bla bla. Das irgendwie, du erschaffst dann gleich eine neue Welt. Das finde ich eigentlich spannend. Also wegen Parodien, ich habe mal, ich glaube, allerersten Auftritt in Deutschland habe ich in Nürnberg gespielt, im Bahnmuseum. Und eine riesige Geschichte. Ich kenne nur das Spielzeugmuseum. Es sind irgendwie 8 Leute dort gesehen und... es hat irgendwie noch Misskommunikation gegeben, weil das damalige Programm war Wienerli Promi gewesen. Und ich habe gesagt, das versteht schon in der Schweiz nur ein Drittel, was das überhaupt soll. Wer hat eigentlich die Idee gehabt für den Titel? Ich natürlich. Aber ich kann es einfach machen. Und die haben natürlich noch weniger gecheckt, was das soll sein. Und ich so, hey, nennen es einfach nicht so, machen irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich es genannt habe. Was haben sie, das Knacker? Knacker nein, ich weiß, ich glaube wirklich einfach Solo... irgendetwas. Und dann ist das aber gleich irgendwann in der Zeitung ist das gedruckt worden. Und von diesen 8 Leuten sind irgendwie 4 gekommen, weil sie das gelesen haben und 2 sind aus der Schweiz gesehen und es ist alles ganz komisch gewesen. Und ich habe gesagt, ich kann keine normale Show heute machen. Also ich mache jetzt mal irgendwie die erste Hälfte mache ich jetzt einfach mal 3/4 Stunde, die zweite Hälfte schwätze ich mit euch. So. Und in der zweiten Hälfte sind dann alle gekommen mit dem Wienerli Promi. So, ja, was heisst das? Und Zeugs und Sachen. Und dann habe ich einfach erklärt und gesagt, jo, das sind eben so Leute, ich bezeichne mich so, und es gibt irgendwie noch andere, irgendwie Bachelor, damals noch Mr. Schweiz und so, weißt du, so. Und dann habe ich ihnen den Vujo einfach erklärt und sie hat keine Ahnung gehabt, wer der Vujo ist. Aber ich habe ihnen einfach erklärt und dann habe ich nachgemacht und dann habe ich alle Vujo-Bits können machen, weil sie auf die Figur so geil gefunden haben. Und ich gemerkt habe, es ist nicht wichtig, es ist vielleicht noch so ein Extra, wenn sie den kennen, sie wissen, auch so. Aber schon nur die Vorstellung von dieser Figur haben sie super lustig gefunden. Ja, du machst ihn einfach auch gut. Und das, danke. Aber das finde ich eigentlich das Geile, dass irgendwie du etwas Neues kreierst. Aha. In dem Ganzen, wo eben dann wie egal ist, wie bei einem Theaterstück, tust du auch Charaktere ja kennenlernen in dem Moment. Und dann fängt es sich auch entwickeln. Ja, ich glaube, also wir arbeiten es immer dann, wenn das Setup nicht so lang ist, oder wenn es nicht so viel braucht, um die Welt zu erklären. Mhm. Ja, jetzt, ja, beim Politcomedy-Programm, das ich jetzt habe, ist es wirklich weniger möglich. Ich habe gemerkt, ich muss mehr bei dem sein, was wirklich ist. Und wenn ich jetzt plötzlich komme und sage, lass es jetzt, ja gut, wir können schon 10 Minuten einfach über eine schöne Welt reden, die uns allen gefällt. So. Ja, logisch. Das ist ja dann auch wieder spezifisch. Aber ich glaube, eben mit Themen kann es genau das Gleiche sein, dass man Themen halt so ein bisschen den Leuten näher bringt, auch wenn sie keinen Plan davon haben. Mhm. So, aber... Es ist schwierig. Und wer schwierig. Kennt sie? Also ich habe gemerkt, dank der Pandemie kennen die Leute Bundesrätinnen und Bundesräte. Also wissen, wie sie schnurren. Mhm. Wenn der Bärsi seit er im Bundesrat ist, mache ich den. Und der hat irgendwie nie jemanden lustig gefunden, bis quasi nachdem er all die Covid-Pressekonferenzen gehabt hat. Dann haben sie irgendwie angefangen zu lachen. Ja, ich meine, das ist ja zur Höchstzeit, da haben ja irgendwie 150.000 live die Pressekonferenzen geschaut. Wenn es sind ja Zahlen, wo du sagst, weißt du, da ist jeder YouTuber in der Schweiz übersichtlich. Am Mittwoch um 2 Uhr Nachmittag sind auf 150.000 genau. Gleichzeitig. Und so keine Jumpcuts, sondern einfach so. Genau, und sie schauen auch die 15 Minuten Intro, wo nichts passiert. Ja, und zum Teil noch Französisch. Genau. Das ist schon faszinierend, ja. Ja, und jetzt bist du mit dem Fliesig unterwegs, mit dem Alles wird gut. Ja, es ist vor allem, ich glaube, es ist die Show, die mir jetzt wirklich am meisten Spass macht. Weil ich auf der Bühne im Hintergrund ist eine Leinwand. Yeah. Und da kommen so ganz viele so Snippets von Politikerinnen und Politikern. Das heisst, es braucht eigentlich ein mega enges Timing von mir,
zu dieser Leinwand, dass man so ein bisschen Dialog kann führen kann. Und auf der anderen Seite ist aber mega offen nach außen. Also ich frage in der Obig die Leute im Saal, hey, sagen mal, was ist das grösste Problem von Kreuzlingen? Rufen mal Sachen rein. Und dann bekommen wir mega viel Inputs schon. Und Touristen! Genau, eigentlich das Ziel ist, dass wir finden, so, hey, ich probiere zusammen mit den Leuten an diesem Abend so eine Lösung zu improvisieren zu ihrem Problem. Und sie machen nachher meistens nach der Pause oder in der Pause selber gibt es überall die Kärtchen, die ich herlege, die im Feier unterwegs sind. Und dann schreiben alle Leute drauf, was sie gerne eben an dem Spielort einführen wollen, was sie wollen abschaffen. Also die behaltest du natürlich. Hey, ich habe einfach so. Das gibt schon wieder Material. Also, oder? Ich habe jetzt gefunden, ich will eigentlich ein Video machen, einfach über zum Teil ja, irgendeine weirde oder amüsante Inputs, wo sie vorgeschickt haben. Ja, das habe ich jetzt gerade aussortiert. Gibt es denn Lösungen am Schluss vom Programm, wo du denkst, die hat jetzt wirklich Bestand? Lustigerweise ist mega häufig jetzt mittlerweile Politikerinnen und Politiker, die kommen schauen. Ja. Yeah. Und jetzt bin ich zum Beispiel Beigle. So, kennst du vielleicht beim Peugeot, der hat so eine mega fette alte Fabrikhalle, hat er zu einem Kulturtempel gemacht, mit Bühne, seit x Jahren übernimmt sie gerade die Laura, seine Nachfolgerin, wirklich so auf dem Land draussen, so bei Konolfingen, hinten draussen. Kenne ich nicht. Ja, auf jeden Fall einfach, ja, lang zugefahren. Yeah. Und dort habe ich gefragt, ja, was ist so, was findet ihr, was vermisst ihr euch am Ort? Und dann ist so reingekommen, jemand reinruft so, hey, Beigle am Wochenende autofrei. Und dann gibt es spontan recht viel Applaus. Und dann finde ich so, okay, also das wird dann zumindest heute Abend eine Mehrheit finden. Ja, jetzt bezog halt jemand von der Politik da. Und dann hat es vom Gemeinderat, jetzt drei vom Gemeinderat, die da waren, also fast beschlussfähig. Und dann habe ich so gefragt, ja, autofrei, wäre das etwas? Und dann hast du gemerkt, er von der SVP und so gefunden, so, die anderen Mitte und so, haben so gefunden, so, ja, aber wenn das ein Anliegen ist, in dem Fall, why not? Jemand hat reingeschrieben auf dem Kärtchen, er wünscht sich eine Raclette-Party in Beigle. Yeah. Und dann haben wir gefunden, ah, wenn man das jetzt kombinieren würde, also quasi ein Käsefestival und autofrei, dann wäre auch der SVP-Gemeinderat dafür. Yeah. Und jetzt haben sie sich an dem Obig gefunden, also wir tun es an der nächsten Gemeinderatssitzung behandeln. Also, dass Beigle autofrei wird am Weekend und dass es ein Festival gibt dazu. Und dann, so Sachen finde ich immer einfach super amüsant, wenn am Obig selber etwas entsteht und dann wie so die einzelnen Regierungen von diesen Ortschaften, zum Teil wie später gibt es wie so einen Briefkontakt, wo sie irgendwie so schreiben, ah, schau, das ist jetzt im Fall, das ist passiert, das haben wir umgesetzt, ah, das haben wir nicht durchgebracht, aber irgendwie, das Tolle finde ich einfach, sie haben sich wie damit beschäftigen. Jetzt ist mega geil, weil das ist ja, wo wir sind kurz nachdenken, das letzte Mal haben wir es davon gehabt, weil du gerade in der Erarbeitung von diesem Programm gesehen hast, und bei Polit-Satire, Polit-Kabarett, finde ich es immer störend, wenn es einfach nur ist, alles ist scheiße, das sind Probleme, ja. Und irgendwann sagst du gute Nacht, oder? Ja. Und es gibt viel Applaus dafür, ja. Aber eben, es ist nicht lösungsorientiert, es ist einfach irgendwie so ein bisschen draufhauen. Und das habe ich immer so ein bisschen störend gefunden, weil ich so gedacht habe, was bringt es denn genau? Ja. Also das vertrage ich wirklich gar nicht. Also ein Obig lang einfach sagen, hey, das und das geht nicht, das finde ich so. Also das schaue ich nicht gerne zu und da will ich irgendwie nicht Teil sein davon. Nein, und das sind halt jetzt so die klassischen, so, sieben Zwerge, ja, wir haben sieben Klöne im Bundesrat. Ja, und weißt du, was sagt, ja, stimmt, ja, aber fertig. Ja. Es hat nichts nachher, wo du irgendwie kannst sagen, und das finde ich mega geil, wenn so etwas dann. Eben, wenn sie sich schon nur damit auseinandersetzen, ist es einfach schon viel mehr, als einfach zu sagen, es ist ja scheiße, dass immer am Wochenende Auto fahren. Ja, also ich merke, im Programm passiert wie beides. Ich finde, es braucht so einen Teil, wo wir Jokes machen über Politikerinnen und Politiker, weil es ist wie so ein Ventil quasi, um so die Frustration rauszuholen. Und dann machen wir aber auch so einen Teil, wo dann alle im Saal Entscheidungen treffen. Ich stelle sie vor rechte Dilemmasituationen. Ja. Und dort, es ist natürlich einerseits mega lustig, wie sie dann so, jetzt wenn wir das entscheiden, quasi die Entscheidungsfrage ist schon lustig, aber nachher merken sie halt, verdammt, wie entscheide ich jetzt, wie sie selber plötzlich spüren, in welchem Dilemma sie drin sind. Und es gibt dann merke so, bei den Politikerinnen und Politikern merke ich, es löst wie so das Verständnis aus, dass sie ja wahrnehmen plötzlich als Volk quasi, sieht, wie schwierig ihr Job ist und so gegenseitig. Und am Schluss, ja, eben gibt es dann wie so, eben plötzlich Ideen. Zofingen zum Beispiel, sie haben sich am Abend geeinigt, Zofingen, sie möchten gerne einen See.
Und jetzt mal schauen, was im Stadtrat passiert. Jetzt müssen sie diskutieren, sie nächstens darüber, wo man den See könnte machen. Wo und wie. Genau. Ja, ja, aber es ist ja mega geil. Ja, das macht das Improvisieren irgendwann am Abend mega spassig, weil es wie um etwas geht. Mhm. Also alle im Saal spüren so, hey, wenn sie jetzt Inputs vorschicken, es ist zwar funny, gerade im Moment, aber ich schreibe mir das wirklich auf und nachher schicke ich das der Regierung und yeah. Die haben ja wie auch so, die wollen ihre Post beantworten, oder? Ja. Ja, haben sie es irgendwie traktandiert. Ich denke, manchmal schon ein bisschen schlecht gewesen, das weiß ich nicht so. Je nachdem, was sie sonst alles noch besprechen. Ja, wahrscheinlich genau. Also ja. Ich glaube, sie finden es auch amüsant, so wie dann darüber zu debattieren, wenn man jetzt, was meint, dann ist, meint die Strasse ab. Ja, zum Teil, wenn sie kleine Orte sind, kannst du Sachen wie fast lösen am Abend. Mhm. Also weißt, die eine Familie hat wie so gesagt, ja, sie wollen ihre Kinder in die Schule schicken, aber die Strasse ist mega gefährlich, um drüber reingehen. Und dann ist es darum gegangen, es gibt einfach so einen Fußgängerstreifen, den es mal gegeben hat. Und dann haben sie den aber so weggekaffelt wieder. Yeah, also du yeah. Siehst noch so dort, wo du mal yeah. siehst. Und sie finden so, hä? Also was läuft? Warum? Und dann yeah. haben wir am Abend haben wir können schauen, vielleicht sogar, dass es jetzt vielleicht sogar eine Überführung gibt, was irgendwie so die krasseste Investition ist. Yeah. Aber es ist auch an dem Abend entstanden, per Zufall, weil 4 von 7 Gemeinderäte im Saal waren. Sind. Haben sie schon die Mehrheit gehabt. Dann denke ich, wenn sie am Abend eigentlich, und ich sage, ja, nehmen wir auf die Spesen. Sehr ja. geil. Aber ja. ich finde das schön, dass durch das dann ein Verständnis aufkommt, wie es nicht immer so einfach ist. Oder? Weil eben das Einfachste ist immer drauf zu hauen und sagen, wir machen alles falsch. Aber es ist ja immer schon ist Zustand da, wo zum Teil schwierig ist zum Verändern. Weil ja. sehr viele eben Sachen berücksichtigt werden. Oder? Ich ja. glaube, das auch immer bei weißt du, Sport oder was weiß ich, wie in einem Stadion 40'000 Experten sitzen und genau wissen, wer jetzt müsste wie spielen und Zeugs und Sachen. Und dann denkst du, es ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Ja, ich nehme mich da selber auch nicht aus, oder ein Programm. Sag mal, ja, natürlich, ich bin jetzt der Erste als Comedian, ich finde es super, Witz machen über Politikerinnen yeah. und Politiker. Und wir wissen alle, wie es geht. Und irgendwie, ich gehe eigentlich zumindest mein Glauben ist so, die in die Politik einsteigen, ganz viel, die wollen ja wirklich auch etwas verändern. Die gehen nicht so im guten Gewissen rein. Mhm. Und dann manchmal halt, je nach Charaktertyp kann es vielleicht passieren, oder kommt vielleicht irgendein Lobbyverband und so und findet so, hey, schau, wenn ich dir zusätzlich zu deinem Geld, das du vom Parlament bekommst, irgendwie noch 50'000 überschieben, ja, würdest du unsere Meinung vertreten und gewisse nehmen das halt dann an. Und dann gibt es halt die Verstrickungen, wo man irgendwann findet, so, hey, ah, welche Interessen vertritt die Person eigentlich? Ist er ein Volksvertreter oder mehr ein Influencer? Ja, dort finde ich so, das ist dann schwierig, aber grundsätzlich finde ich, gibt es ganz viele, die sich mega Mühe geben, oder? Und irgendwie, ja, probieren irgendwie so, ja, sagen wir, das Leben besser zu machen von ganz vielen Leuten. Mhm. Aber ich finde, wie auch, es ist auch unsere Aufgabe als Zivilgesellschaft oder als Bürgerinnen und Bürger, einfach immer mal sagen, hey, wir haben noch eine Idee. Also, ich finde yeah. mega häufig, wenn ich einen Politiker oder Politiker zum Teil auf der Straße gesehen mit plaudert und wenn ich finde, wenn der eine zuständig ist jetzt für das Baudepartement, wärst du irgendwo in die Stadt Zug und so, wir laufen irgendwo durch und finden so, hey, sag mal, warum ist das eigentlich so? Mhm. Ich stelle einfach eine Frage. Yeah. Und er kann dann selber so, aber ich finde schon, ich glaube, das macht etwas mit diesen Leuten auch, weil sie vielleicht, die sind dann häufig von Sitzungen, hure im Stress, wahrscheinlich nehmen sie ihre Stadt vielleicht auch gar nicht mehr so wahr. Yeah, weil yeah. sie einfach hure im Stress sind und yeah. muss man von außen mal sagen, du, warum haben wir das eigentlich so gemacht? Warum hat es auf dem Platz keine Bäume? Yeah. Also, wäre schön, so im Sommer, ein bisschen Schatten, weil sonst ist im Sommer einfach niemand da. Mhm. Eigentlich sind es auch mega kleine Sachen, oder? Das ist so. Ja, und wahrscheinlich beschäftigst du dich mit den kleinen, aber dann gar nicht mehr so, mit den kleinen Sachen. Ja, wahrscheinlich vergisst. Oder es gibt, ja, ich finde das Wort nur schon an, so ein bisschen, hey, wie lebenswert ist so die Umgebung? Oder es schwärmen alle immer so, wenn sie in Kopenhagen gewesen sind. Ja. Yeah. Also ich finde, so, da gibt es so mega viele so Häuser, wo so, sie, ich finde, ich würde sagen, sie umarmen einen irgendwie. Weißt, du stehst irgendwo vorne dran und denkst so, wow, cool, das Haus heisst mich irgendwie willkommen. Mhm. Quasi so in meinen Innenhof, schau da, kannst dich aufhalten. Mhm. Und ich finde, in der Schweiz haben wir häufig so Häuser, so, die sind so, einfach so, so Glasbetto, so, bitte, bleib draußen. Wir wollen nicht putzen, wir wollen nicht den Dreck wegmachen. Yeah. Und das finde ich irgendwie so, denk so, warum setzt sich bei uns überhaupt so eine Architektur durch, oder? Also irgendjemand entscheidet das ja, sagt irgendwie die Bebauungspläne, die Zonenpläne, ja, man kann dann immer sagen, es gibt immer so ein Hin und Her zeigen, oder? Ah, schau, die Kommission ist zuständig, die. Aber ja, man kann sagen, schlussendlich, vielleicht sind es einfach auch wir, weil wir haben die Leute mal gewählt, die Entscheidungen dann treffen.
Ja, und irgendwie, genau, es fährt dann der Kreislauf an, aber es gibt ja dann auch Leute, die sagen, ich will in so einem abgrenzenden Block, will ich daheim sein. Ich will nicht vor der Tür. Aber ich bin halt noch nie in Kopenhagen gesehen, darum, ich kann es mir vorstellen. Du müsstest dein Programm dort schreiben. Es ist so fast schon klischiert, wie alle, die dort waren, irgendwann nachher finden, so, wow, so müssen wir es machen. Ja, ich habe bis jetzt noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, oh, ich bin in Kopenhagen gesehen, was für eine Dreckstadt. Das wäre so, das wäre so ein uniques, ein gut verkauftes Programm, im Comedy-Programm in Kopenhagen, so etwas zu machen. Aber ich glaube, sie haben den Begriff von, wie nennt sich Hygge? Ja. Oder so das Hygge. Hygge. Ja, ich kann es nicht richtig aussprechen. Ich weiß auch nicht, wie es richtig heisst. Aber das, was ich gefunden habe, und bei ihnen ist so, das habe ich spannend gefunden, die eine Architekturausstellung dort, es ist, wenn du so denkst, Architektur, ETH, Zürich und so, wenn ich mit Leuten von dort rede, ist es mega häufig so, das ist so Mathe und du musst irgendwann noch konstruieren und es gibt so gewisse Gesetzmäßigkeiten. Und dort in der Architekturausstellung haben es Architektinnen und Architekten dort gehabt, haben sie ein bisschen erklärt und es ist praktisch nie um Mathe oder sagen wir Physik gegangen, sondern es ist so gegangen, so, hey, was für ein Bild wollen wir vermitteln von Aufenthalt. Das ist, ja, und es ist ganz anders. Vielleicht sind wir in der Schweiz zu pragmatisch bei solchen Sachen. Was heisst pragmatisch? Ja, eben im Sinn von, es muss auch praktisch sein. Es muss auch schnell können. Weißt du, es muss kerchern oder die Fassade. Ja, ja, und irgendwie, es muss maximal ausgenutzter Wohnraum sein, oder? Weil irgendwie dann zum Beispiel so, ich finde das immer faszinierend, bei so zwei Familienhäuser. Weißt du, wo irgendwie zwei Wohnungen möglichst auf kleinem Raum irgendwie ankriegst. Wo du dann immer so denkst, also die unterfindet es wahrscheinlich schon mal nicht so geil. Also weißt du, so wie so ein Kompromiss, wo du dann eingehst. So, ja, okay. Und irgendwie, du hast das Gefühl, es ist so ein bisschen zu tief alles und es gibt keinen wirklichen Balkon, sondern es ist dann so ein Vorplätzli. Weißt du, irgendwie so? Ja. Aber ja, man kann zwei Parteien drin tun. Ja. Auf diesen Raum von sehr schmal und irgendwie hoch. Ja. Und ich glaube, das ist dann eben so ein bisschen der Pragmatismus, oder? Wie kriegt man auch auf sehr begrenztem Raum in der Schweiz, wie kriegst du möglichst viele Leute? Zack. Ich glaube, also ich würde sagen, es ist durchaus möglich. Ich bin einfach immer wieder schockiert. Ich meine, jetzt nur statt hier herzulaufen, klar, es hat jetzt noch geregnet und alles. Und dann schaust du so die Häuser an und denkst so, wow. Also es ist wirklich einfach so schnell durch, oder? Also ich weiß von zwei, drei Leuten, die hier wohnen, die diesen Podcast schauen oder hören. Und ich verstand, dass es sicher irgendwie etwas gibt, wo man dann daraus rausziehen kann, wo man sagt, ah, das ist noch cool da. Aber also nicht gegen die Leute, die hier wohnen? Nein, das meine ich aber nicht. Aber ich finde es jetzt auch zum Anschauen. Finde ich aber auch, es ist eben pragmatisch, einfach irgendwelche Klötze an, weil alles zieht hier an im Medienbereich, es werden sonst immer wie mehr Startups und es ist jetzt halt einfach eben, in der Stadt ist es zu teuer und zu klein und da hast du jetzt Platz. Aber ja, das kann man nochmal so. Aber das heißt, jetzt hat man Platz, oder? Ja. Ich bin manchmal wirklich fassungslos. Ich denke so, hey, schau, das Gebäude ist jetzt geplant worden. Irgendwie wahrscheinlich mit 2018, 2019. Also weißt du was? Und du schaust es heute an und denkst, es ist wie so aus einer menschenverachtenden Zeit. Oder ich sag so, bleibe draußen. Dafür haben wir jetzt auch viel Platz da. Es ist ein grosses Studio für ein Podcast-Studio. Für zwei Leute, die hier reden, ist es wirklich sehr geräumig. Ist schon stattlich, oder? Ja, schade, dass die Leute das gar nicht sehen. Wir hätten noch drei andere Aufenthaltsbereiche, wo wir eigentlich könnten den Podcast machen. Ja, ich werde wahrscheinlich irgendwann auf die Sessel ausweichen. Wie entscheidest du das? Hey, Gefühl. Okay, mir hat das Gefühl nicht gestimmt. Nein, sondern heute haben wir ein bisschen Zeitplan. Okay. Dann habe ich keine Experimente eingehen. Das ist eigentlich. Schickst du lieber so die Bewerbungsgespräche. So, genau. Ja, oder so Sternstunden-Philosophie. Schaust du ab und zu? Ja, mega gern. Ja. Yeah. Mega gern sogar. Ich finde, die machen einen mega guten Job. Sie gehen auch recht ab, finde ich, auf YouTube mit ihren Zahlen. Ich finde schon, ich mag das mega gerne, so vor allem unterwegs. Ich schaue es eigentlich nicht, sondern ich höre es mir. Yeah. Weil ich finde es einfach zwei Leute, die jetzt einfach reden. so an einem Tisch, weil ich muss jetzt nicht jede Kameraeinstellung sehen. Obwohl manchmal so die bedeutungsschwangere Pause oder so, Gestik oder Mimik zum Teil, bevor man dann... Absolut. Oder, weißt, so, man stellt eine Frage und dann so... Lassen Sie mich kurz überlegen. Aber ich merke das oft, wenn ich dann etwas schaue, was ich zum Beispiel zuerst gehört habe. Oft, wenn ich es schaue, sind mir die Leute noch ein bisschen sympathischer. Ja. Weil du dann halt merkst, wie sie eben auch, wenn du sie jetzt nicht zum Beispiel lachen hörst, wie sie irgendwie nett reinschauen und irgendwie so. Wie du jetzt schaust du mich ein bisschen smilend an, oder? Ja. Aber das
gehört mir ja nicht. Das stimmt, ja. Ich höre eigentlich mega viele Podcasts, also News-Podcasts. Yeah. Und mir ist es nämlich so gegangen, dass ich finde zum Teil Online-News-Portal, manchmal brauche ich wieder so eine Zeit, wo ich einfach finde, so, ich tue sie jetzt wieder ein bisschen weg, weil ich es mir nicht vertrage. Und dann merke ich aber so mit der Zeit, hey, plötzlich weiss ich gar nicht mehr, wie die Führungskräfte von diesen Ländern aussehen oder sonstige Firmenchefs, weil ich die einfach immer nur höre. Ich kann mega genau sagen, wie sie tönen, aber ich weiss nicht mehr, wie sie aussehen. Aber würde das helfen, für die Parodie sie nur zu hören? Also meinst du mehr so international? Nein, aber das nimmt jetzt Wunder grundsätzlich. Wenn du jetzt jemanden noch nie gesehen hast, hast du das Gefühl, du könntest die Person besser parodieren im ersten Schritt wegen der Stimme, weil es wirklich nur auf das beziehst? Oder ist das Gesamtkonzept von... Oh, schwierig. Ich bin ja schon meistens triggert über die Stimme am Anfang. Das ist, glaube ich, das ist so das Musikalische, wo bei mir am meisten in Gang setzt. Also der Feder ist zum Beispiel als Paradebeispiel ist am Anfang mega klar gewesen, so, ja, das ist ganz klar. Also das, irgendwie die Melodie, wie der schnurrt, hat mich fasziniert. Und ich habe nicht wirklich Dennis gross geschaut, bevor ich ihn parodiert habe. Dort ist es voll über das Audio gegangen, das stimmt. Aber nachher für die Gesamtparodie muss ich das Video sehen. Also beim Alain Berset läuft mega viel über die Lippen und seine Zunge. Also das wäre mega schade, wenn das nicht würde die Parodie einfließen. Also du meinst, parodistisch läuft viel über seine Zunge. Ja, Entschuldigung. Ja, das geht uns alles nicht an. Das sind ja seine private... Ich sage parodistisch. Ja, genau, nichts anderes gesagt. Sehr richtig. Aber bitte hast du das auch gesehen, mit wahrscheinlich Lehrer imitieren und so, oder? Wir haben es, glaube ich, schon mal besprochen. Was ist gesehen? Ja, wir können es gerne kurz abhandeln. Also, Nachbar. Da kann ich endlos drüber reden. Ja, Nachbars. Es sind natürlich Lehrerinnen, Lehrer sind es gewesen. Nachbarinnen, Nachbar. Verwandte, ja, einfach alle. Yeah. Also halt einfach das, als Kind finde ich, haben wir also eigentlich so einen beschränkten Horizont, oder zumindest mir, wenn man so zu Zug auf dem Land aufgewachsen ist, geht man selten jetzt in die Grossstadt auf Zürich, hat man einfach so die Leute, die das noch ein bisschen können besuchen. Die, ja, und es gibt auch so eine Regelmäßigkeit und irgendwie auch so, ich finde, als Kind ist es auch stark gewesen, weil es hat mich auch nicht wirklich interessiert, was die schnurren, ich habe einfach müssen am Tisch sein. Ja, yeah. Dann fährt es halt in der Langweile an. Ist es wie so ein, für mich war es sehr häufig so, Parodie ist für mich ein Umgang damit, wenn mich etwas aufregt. Dann, das ist mein Umgang damit, ich parodiere es. Das ist vielleicht nicht der reifste Umgang, wir können es einfach ansprechen und sagen so, hey, ich finde es nicht so okay, dass wir so langweilige Sachen reden, aber auch nachher an der Uni oder überall, ich kann einfach anfangen parodieren. Das war mein Ventil gewesen, um mir irgendeine Luft zu verschaffen von diesen Profs. Ich habe es eben früher, habe ich es wahnsinnig oft gemacht, eben auch mit Lehrern und solchen Sachen. Und es ist ja auch ein sehr klar Drang von, hey, ich will irgendwie bei euch beliebt sein, darum mache ich mir jetzt mit euch, indem die das hoffentlich lustig finden, mache ich mir jetzt über die Person lustig. Ja. Oder irgendwie Lehrperson oder was weiß ich. Und ich habe dann aber gemerkt, wie es gibt so wie so eine Transition-Phase, wo man es dann halt wie muss einfach aktiv betreiben. Weil eben, so in der Kindheit sind es eben die Leute, die dir irgendwie Einfluss geben und dann findest du so, ja, klar, tönt so. Und jetzt, ich habe seit Ewigkeit nicht niemals mehr imitiert oder parodiert, weil ich merke, es war so eine aktive Arbeit von mir, wo ich irgendwie nicht mehr investiere. Ja, stimmt, es hat schon etwas, ja. Manchmal denke ich, also immer wenn ich mir ein neues Programm hermache, denke ich mir auch so, hey, look, das ist so ein bisschen jetzt mein Figurenarsenal, das zur Verfügung steht, zum Geschichten zu erzählen. Also vielleicht dann parodiere ich, weil ich es spannend finde, so können Geschichten zu erzählen, wie es irgendwie witziger auch wird, unterhaltsamer. Und manchmal denke ich so, hey, ich bräuchte noch einen Charakter, der irgendeine so eine bestimmte Art abdeckt. Und ich tue mir einfach mir so ein bisschen die Mankos ein bisschen aufschreiben, wo es irgendwie so Personalbedarf noch gibt. Und meistens, wenn ich so ein halbes Jahr unterwegs bin, irgendjemand begegnet mir dann plötzlich und ich finde so, ah ja. Und manchmal weiss ich auch nicht, wer sich dann eigentlich zu einer, sagen wir, zu einer tragenden Säule entwickelt. Also ich habe zum Beispiel jetzt nicht gedacht, dass der Guy Parmelin eine tragende Säule in meinem Programm ist. Nein, so, wenn ich so in Beobachtung finde, so, nein, ist nicht möglich, aber er qualifiziert sich für das. Yeah. Und jetzt hat er so einen fixen Part, eigentlich so einen Running Gag Charakter im Programm und ich hätte es nie gedacht. Yeah. Und er ist auch einer, der eigentlich die Leute gar nicht gross wissen, wie der...
ja, wie der eigentlich schnurrt. Mhm. Und eigentlich auch durch, wie es du vorher eigentlich von Mittermann erzählt hast, durch kurz erzählen, was so Setting ist, wie der so funktioniert, funktioniert er jetzt im Programm. Ja, du hast eigentlich eben die Figur vorstellen. Ich habe ihn eigentlich wie, ja, ich habe eigentlich wie wichtiger gemacht, als er eigentlich ist. Ja, das ist, ja, und es ist aber neue Leute, so auch aus dem Unterhaltungsbereich, das finde ich, also einerseits finde ich Unterhaltungsbereich meistens ein bisschen weniger spannend zum Parodieren, weil es halt wie, bei Politikern geht es halt um etwas, es ist irgendwie lustiger und auch, es hat mehr Impact bei einer Nummer. Ja, es hat eine stärkere Fallhöhe. Und ich finde es, und es ist auch klar, es finde so eine Satire, ich will zu denen irgendeinen Schüssen nach oben. Und bei der Unterhaltung finde ich einfach, es wäre spannend, manchmal einfach noch jemanden zu haben, wo ja, halt irgendwas wie als Bindeglied, oder? Für ein, ja, sagen wir, für ein Parodienummer, die vielleicht fünf Minuten ist, finde ich es spannend, noch irgendjemand zu haben, ich kann das Programm führen oder so. Yeah. Da gibt's, wer gibt's, oder? Wer kann man aus der Unterhaltung parodieren, außer der berühmte Joel von Mutzenbecher? Was ist, wieso? Wer? Wirklich, wer? Es gibt ja nicht mehr so viel. Ich meine, eben dort fällt ja auch, bei Menschen fängt das an, aber eben auch bei Themen. Es ist ja immer wie segmentierter heutzutage. Oder? Früher ist wie klar gewesen, Samstag oben Unterhaltung. Dann hast du dort sicher eine Figur gehabt, die alle kennt haben. Ja. Und das ist dann die gesehen. Und dann hat, du hast ja zum Beispiel dann den Task auf dich genommen, den nicht parodierbaren Sven Epine. Stimmt, genau. Genau. Zu parodieren. Und du hast es geschafft, weil eine Zeit lang ist das Sven Epine überall gewesen. Genau. Alle gewusst haben, das ist das Sven Epine, so tönt er, so ist er. Und das gibt es jetzt aber irgendwie auch nicht mehr. Es ist alles segmentierter und abgesehen von Moderation wird es dann schon schwierig, überhaupt jemanden zu finden, wo du sagst, doch, das ist jetzt die Figur. Darum hat der Vujo mich damals so angesprungen, weil ich einfach gemerkt habe, das ist jetzt, das habe ich noch nie erlebt, wie in der Schweiz eben aus der Unterhaltung innerhalb von wenigen Wochen jemand geworden so ist. Ja. Ja, wo alle kennt haben. Alle kennen und irgendeine Ecken und Kanten hat. Irgendwie, das gibt es halt auch nicht so oft. Ja, das ist wirklich eigentlich, so ein bisschen das Geschenk vom Himmel. Ja, aber vielleicht, ich merke halt, ich meine, Parodien sind nach wie vor natürlich so ein wichtiger Teil vom Programm, aber ich merke, entweder ist es vielleicht, weil es weniger Leute gibt zum Parodieren, vielleicht ist es aber auch so eine Altersfrage, wo ich merke, so, es gibt einfach ganz viele andere Themen, die mich viel mehr interessieren. Oder? Ich rede irgendwie viel lieber auch noch über den Tod oder irgendwie über sonstige Unzulänglichkeiten, Schwächen, was auch immer von mir oder was ich sonst beobachte. Yeah. Und ich finde so, dass ich irgendwie so über... Ja, über größere Themen, die alle Menschen angehen, die alle irgendwo durchkennen, finde ich irgendwie, vielleicht ist es schon auch eine Altersfrage, glaube ich. Oder ob man es schon länger macht, vielleicht Comedy, dass man sich eher auch nochmal traut, so in andere Bereiche zu gehen. Also weißt, ich finde so mega viel, wenn wir anfangen, wir kommen ja so ganz am Anfang anfangen, Comedy machen, kommt man so auf die Bühne und sagt so, hey, hallo, look, ich bin der Michi, ich komme aus Zug, dann kommen so ein paar Jokes über Zug, dann kommen ein paar Jokes über den Namen, macht man so ein bisschen, und es ist so, vermeintlich, sagen wir mal so, vermeintlich ist so, man macht Jokes über seine, über die eigenen Schwächen und Fehler, aber es ist so eben vermeintlich, es ist so ein bisschen an der Oberfläche Kraft, finde ich. Yeah. Und irgendwann finde ich so, hat man das mit so ein bisschen gemacht und dann finde ich so, okay, und was ist jetzt so drunter, was sind meine eigentlichen Knürze? Oder was habe ich erlebt, wo irgendwie mich irgendwie beschäftigt hat und irgendwie klein gemacht hat und mich klein fühlen lassen hat und aus dem über die Zeit irgendwie Komik schöpfen. Das sind dann so die Nummern, finde ich, wo man ich merke, also, die nimmt man dann irgendwie mega lange mit, wie sie wie, irgendwie, sie haben irgendwie Zeit gebraucht, um so reifen, wie es irgendwie um Schmerz geht, aber irgendwie sind sie dann wie so auch, zum Teil finde ich so wie so unumstößlich. Die kannst wie so, die kannst irgendwie noch mit 45 spielen und es ist nicht peinlich, weil es irgendwie wirklich um etwas geht, was mich beschäftigt, und wahrscheinlich auch mega viele andere beschäftigt und die Nummer verändert sich auch die ganze Zeit wieder ein bisschen, weil man ja selber auch wächst. Aber jetzt, ich weiß nicht, jetzt mit 45 auf die Bühne kommt und dann einfach so einen Witz machen über meinen Namen, finde ich so, das geht irgendwie nicht mehr. Ja, ich glaube, das gehört auch dazu. Und ich finde, Comedy ist ein tolles Feld, um das zu machen. Also es ist eigentlich eine Selbstfindungsschule, finde ich. Ja, weil ich finde zum Beispiel, bei der Musik ist oft hast du ja die, wo irgendwie so, keine Ahnung, das erste Album ist Kachel, weil klar, sie haben irgendwie auch 30 Jahre lang gehabt, um das erste Album zu kreieren, oder? Und danach kommen immer wie mehr Alben und oft ist dann irgendwann, ich zeige jetzt aber, wie toll ich Musik kann machen. Ja. Und oft ist dann in der Essenz einfach so, dass man zum Beispiel einen mega guten Song kann schreiben, wo nicht viel braucht. Mhm. Mit einer eingängigen Melodie oder was weiß ich. Das ist eigentlich
die richtige Kunst und die geht dann oft irgendwie wieder so ein bisschen verloren, weil man dann eben auf einmal will zeigen, hey, aber ich kann es besser singen, ich kann es komplizierter komponieren und so, oder? Und in der Comedy ist es eben dann viel mehr, ich kann jetzt langsam ein bisschen anfangen, das Innere nach Hause tragen. Ich fühle mich jetzt schon wohl, indem ich eben so mal die oberflächlichen Witze aus dem Raum geschafft habe. Und jetzt kann ich mal anfangen daran arbeiten, eben, was beschäftigt mich wirklich und wie will ich mit dem irgendwie auf die Bühne. Und man hat aber schon Tools, dass man weiß, wie das trotzdem kann. Ja, das stimmt. Also lustig werden. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich beobachte schon viele Musikerinnen und Musiker, und ich finde, so, hey, die schaffen es nochmal mehr, so unsere Ziele blicken zu lassen, je älter sie werden. Also, dass ich auch finde, sie sind textlich interessanter. Das sicher. Und irgendwie abgründiger oder tiefer. So. Und bei der Comedy finde ich es aber, ja, natürlich, das finde ich, ja, das finde ich eigentlich etwas vom Spannendsten, glaube ich, an dem Job, den wir irgendwie ausgesucht haben. Schon, dass am Anfang, wenn ich mir zurückschaue, finde ich so, Anfangs 20 war es für mich wie so, gewesen, so, hey, ich will einfach mal auch, dass der Saal lacht. Yeah. Ich will mal so den mega grossen Lacher spüren, aus mich so die Bühnenwand hintertatscht, weil ich so denke, wow, toll. Es hat so unglaublich ein toll, ich mag mich noch erinnern, es ist so ein Anfangs 20 Gefühl von, wow, krass, hey, ich kann jetzt etwas sagen und alle reagieren wie ein Knaller, das ist einfach ein Wahnsinn. Es kommen gerade so ganz viele Bilder rauf. Und denke aber so, irgendwann wird das wie so ein bisschen, ja, etwas, wo ich finde, so, ja, okay, das hat jetzt irgendwie funktioniert. Ich glaube, ich weiß jetzt, dass ich lustig bin und irgendwie, dass du vorher gesagt hast, wir wollen dann irgendwann anfangen graben. Aber ich finde, die Geschichten brauchen alle dann irgendwie, es klingt so blöd zu sagen, aber es braucht irgendwie mega Zeit. Ja. Es ist so absurd, damit ich dann nachher irgendwie zu sagen, ich habe jetzt ein neues Programm. Und die Leute denken so, ja, also was ist jetzt einfach 90 Minuten und du redest ein bisschen. Und dann denke ich, ja, aber hey, es hat mega viel irgendwie Zeit gebraucht, um an den Punkt zu kommen, dass ich bereit bin, über das Thema zu reden, wo ich vor 5 Jahren irgendwie gedacht habe, nein, ich kann das sicher nicht öffentlich darüber reden. Oder also, ja, irgendwie über Schmerzsituationen, ja. Yeah. Dann aber nachher dann gleich, ja, ich weiß, oder wie viel Zeit braucht es bei dir, Amig, bis man etwas erlebt hat, bis man nachher wirklich kann darüber reden kann und dann ist es lustig. Weil es ist am Anfang wäre so schmerzhaft, zu sagen, ich mache jetzt Comedy darüber. Es ist, eigentlich ist vom Prozess her ist oft, gerade dann, wenn es passiert, also dass ich irgendwie halt dann irgendwie am gleichen Tag oder am nächsten Tag darüber rede, weil ich es einfach irgendwie so schnell muss rauskriegen. Und das ist dann oft Basis für Jahre später, weil ich dazwischen dann nie mehr drüber geredet habe, Jahre später dann wieder darauf zurückzugreifen, wenn ich sage, okay, was habe ich damals, so wie ich es gerade gefühlt habe, weil ich nehme es immer auf, oder? Was habe ich damals erzählt? Ah, okay, das ist irgendwie mir noch wichtig gewesen in dem Moment. So. Und dann habe ich jetzt mit dem letzten Programm mit dem Fußbruch, wo irgendwie über 10 Jahre her ist, wo ich aber gerade danach zum Beispiel eine Show hatte mit Krücke, Not Primetime Show. Ja. Und der Victor ist der Gast gesehen und irgendwie habe ich zuerst einfach 10 Minuten über den Fußbruch geredet. Und zwar eben nicht gescriptet, ich habe mir nicht groß etwas überlegt oder so, sondern ich fand eben so state the obvious, ich komme mit Krücken auf die Bühne, ich erzähle euch, was passiert ist, das ist meine Geschichte heute oben, bla 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 bla. Und dann habe ich null Bedürfnis gehabt, das jetzt gerade in eine mega craftete Comedy-Nummer zu verwandeln. Bis jetzt, 10 Jahre später, das Programm dann gekommen ist, wo ich gefunden habe, okay, ich habe die ganze Geschichte, die ist mir so passiert, ich weiß zum Glück noch, dank der Infos von damals, was wirklich passiert ist. Ja. Weil viel vergisst ich ja dann auch. Mega, ja. Und mehr so die, also manchmal sind es auch nur so kleine Geschichten, oder wie schon nur, als wenn man sagt, ja, man kommt am Anfang auf die Bühne und sagt eben, hey, ich bin der Michi, oder? Yeah. Jetzt denke ich so, hey, warum habe ich früher zum Beispiel nie erzählt, hey, quasi, hey, warum bin ich eigentlich Comedian geworden? Ja. Yeah. Wo ich kann sagen, ja, natürlich, vielleicht haben einfach ein paar Leute gesagt, hey, look, du bist noch witzig. Ja. Yeah. Aber es ist ja wie so, dort liegt ja mega viel drunter, warum man das überhaupt macht. Absolut. Ich bin erst jetzt so weit, um wie jetzt in einer Nummer im Programm zu erzählen, hey, warum ist das eigentlich passiert? Ja. Yeah. Also eigentlich so das tiefe Bedürfnis von irgendwie gehört werden in bestimmten Situationen und die einzige Waffe oder das einzige Mittel ist übers Lachen, weil es sonst wie kein Gehör gibt für bestimmte Themen. Oder? Und es hat eigentlich etwas mega Tragisches. Yeah. Aber erst irgendwo auf der Bühne wird es dann komisch. Oder auch so die, wenn du auch, oder du findest so, ja, du gehst jetzt den Weg als Comedian, oder? Du gibst ja mega viele Sicherheiten, die man so gemeinhin kennt. Yeah. Eigentlich gibt man auf, oder? Yeah. So, okay, jedes neue Programm ist wieder so ein mega Wagnis.
keine Ahnung. Fällt mir wirklich das ein, was es braucht? Passt es in die Zeit rein? Kommen dann irgendwie die Leute schauen? Wir buchen einfach mal Saal im Voraus, oder? Und denke so, hey, also vor jedem Programm, es könnte einfach auch ein Totalkonkurs sein. Ja. Yeah. Also jedes Mal. Und wir alle finden so, hey, komm, machen wir. Es ist schon irgendwie auch so, also dort, was dort drunter liegt, also, sind das normale Menschen? Also ist das, irgendetwas ist doch da ein bisschen seltsam, um überhaupt so zu denken, oder? Sicher. Und ich glaube, es geht Hand in Hand, weil man durch die Comedy-Denkweise eh schon ein bisschen, ich sage jetzt, die Welt anders sieht als sonst Leute. Der Schulte Lohr hat das mal gesagt, er hat gesagt, Comedians wären ganz schlechte Zeugen, irgendwie so einem Bankraub oder so, weißt du? Dass irgendwie, wenn sie dann sagen, okay, erzählen Sie schnell, was ist passiert, Comedians würden irgendwie die blödesten Details nennen, aber nicht so das offensichtliche Gesamtbild, das wichtig ist. Ja, ich glaube auch, genau. Er hat beim Bedrohen hat er immer so gelispelt. Ja, ja, genau. Parodieren. Genau. Und er hat eine geile Uhr angehabt, was ich mega komisch gefunden habe. Wieso sollte man für eine Bank eine geile Uhr? Und irgendwie, die Denkweise ist ja schon ein bisschen verschoben, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, die übertreibt sich dann aber auch so in Business-Aspekt, dass einfach du nicht dir das wirklich fertig denkst, sondern eben so in deiner romantischen Vorstellung, ja, buchen wir einen 250er Saal, buchen wir noch einen 300er dort. Ja. Und ich bin schon mal gesehen, also werde ich wieder dort sein, ist ja logisch. Weißt, das ist irgendwie es ist so hirngebracht, es ist wirklich absurd. Ich denke, also jetzt habe ich der Tour wieder mal, also es ist ja wie jetzt noch Covid gerade so im Rücken, wo man einfach so von planen, ich so, hey, also irgendwann, manchmal auch, wenn ich mit Freundinnen und Freunden rede, die nicht den Job machen, oder? Ja. Also was ist jetzt? Du hast jetzt gerade eben fürs 24 im Herbst wieder irgendwie, keine Ahnung, machst irgendwie wieder 20 Shows irgendwo. Ja. Es ist ja, ja, also ich weiß nicht. Also, wir alle machen das, wir finden das alle mittlerweile auch mega normal. Ja. Und ich meine, es ist jetzt irgendwie Mai, ich habe nächsten Herbst Premiere und für mich ist es auch normal, dass das Programm noch nicht fertig ist. Aber wenn Leute mit mir schwätzen, die nichts mit zu tun haben, merkst du wirklich, wie sie es anfangen zu stressen für mich? Wie sie sagen, ja, also, ja, aber wie viel hast du denn schon? Und ich so, ey, ich kann es nicht einmal sagen in Minuten. Also, weißt du, das ist so ein Gefühl, oder? Das ist so eine Grundmasse da und ich finde ein paar Sachen gut, aber ich kenne mich auch. In ein paar Monaten finde ich das dann schon wieder nicht mehr gut und es muss irgendwie möglichst noch an mir sein, wenn es dann rauskommt, oder? Ja, und der Reifungsprozess beschreiben, ist also, mir fällt dann auch so, wenn ich mit Leuten neu zusammen arbeite, wie viel Prozent vom Programm hast du schon? Ich so, also eigentlich faktisch, seitenmäßig, 0,1, der Titel. Der Titel habe ich und der Untertitel. Genau, und das Bild vielleicht auch schon. Ja, aber der Titel ist das Wichtigste. Ja. Genau. Und dann ist ja, dann, aber ab wenn, oder? Ja, und um was geht es im Programm? Ich kann dir nicht sagen, um was es global geht. Vielleicht sollte es auch gar nicht global um etwas gehen. Es kann irgendwie um kleine Sachen gehen. Und weißt, das sind eben, die Leute haben das dann sehr gerne so strukturiert, oder? Eben wie viel Prozent vom Programm hast du schon? Finde ich sehr geil. Ja, ich würde sagen, also im letzten Programm, also bei Alles wird gut, jetzt, wo du jetzt rausgekommen bist, dort hätte ich es natürlich mega viel mal auch gerne gehabt. Einfach so, schau, ich mache jetzt das und das. Yeah. Und ich habe gewusst, hey, es geht, ich will ein Polit-Comedy-Programm machen, ich will etwas machen, wo quasi einem so, vielleicht ein Gefühl gibt, so ein bisschen von Empowerment, wenn du so rauskommst. Yeah. Ich habe so alle so Grundgefühle irgendwie gewusst. Und ich habe die Zeit lang gebraucht, bis du wirklich so merkst, okay, das ist jetzt das. Yeah. Und bei jedem Thema, wo dann irgendwie im Kopf aufploppt, wie so, ah, passt jetzt in das rein oder nicht. Mm-hmm. Und dann habe ich einfach wirklich, ich habe, glaube noch nie so viel Entwürfe geschrieben wie für das Programm. Mhm. Weil es wegen neu war mit Leinwand und noch politischer. Und hey, wirklich, irgendein Entwurf eins und so zwei, drei Wochen liegen und dann wieder geschaut und so, nein, das ist nicht lustig. Das ist zu belehrend. Yeah. Da ist es jetzt einfach nur noch lustig, aber es geht um nichts mehr. Yeah. Hey, ich habe es x-mal umgeschrieben und ist eigentlich so in den letzten zwei Monaten vor der Premiere ist mega viel passiert. Also ich habe eigentlich das gemacht, um eigentlich, ich mache das eigentlich mega gerne vor Premiere, einfach drei Wochen dicht machen und einfach weggehen. Genau. Was aber eigentlich Kamikaze ist für alle ringsum natürlich. Oder wie sie finden so, ja, aber also das Programm ist noch nicht fertig und du gehst jetzt drei Wochen und meldest dich ab. Mhm. Und natürlich hätte ich es auch gern, wenn es quasi vor diesen drei Wochen schon richtig fertig ist. Aber damals war es einfach so, hey, ich habe eine kleine Tryout-Vorstellung gespielt, wo mega erhellend war, wo ich nach der Vorstellung mega viele Notizen mir einfach gemacht habe. Mehr so, hey, was funktioniert noch nicht, was würde ich gerne anders haben. Yeah. Und dann bin ich weg und es hat mega gut, einfach so zwei Wochen gar nichts darüber nachdenken und dann
bin ich, auf einem Segelschiff gewesen. Und irgendwie, was wirklich so, einfach durch das lange Segeln und durch das Schaukeln und der Wind und alles, hat sich irgendwie so, anfangen setzen. Ja. Also am letzten Tag, wo ich da war, habe ich einfach das Teil eigentlich oben runtergeschrieben. Und noch ein paar Tage später angefangen zu sagen, das ist es. Und das ist ja genau... Es hat am Schluss ist es ein Tag oder vielleicht zwei Tage mitschreiben, aber eigentlich es hat alles vorgebraucht. Genau, und das ist ja genau der Riffungsprozess. Oder? Und das ist, darum mache ich mir keine Sorgen, wie viel Prozent habe ich schon, sondern vielmehr, wenn es in dir innen sich alles gesetzt hat, wie sich das soll anfühlen und was deine Ziele sind, deine persönlichen, dann kommt der Rest drumherum, oder? Und dann ja. Kannst du wirklich 100 Entwürfe kannst vorher wegschmeißen. Und der letzte ist ja dann nicht der erste, der funktioniert, sondern der letzte ist der, der eben alle 100 Entwürfe vorhat, zu dem gebracht haben, dass du dort bist. Aber ja, es ist mega schwierig, das irgendwie zu erklären. Ja, vor allem im Prozess selber, ja. Finde ich es mega, weil ich bin selber auch verwirrt, oder? Ich denke so, ich würde gerne Klarheit haben, aber ich muss jetzt auch so, ja weißt du, es ist ganz normal im Prozess. Ja. Ja. Und darum, es rifft in einem. Es ist wirklich das Unterbewusstsein und aber was ist das genau? Denk so, also, hä? Was? Darum mache ich das eben. Ich brauche immer den Titel und das Bild. Das Bild ist für mich schon wahnsinnig wichtig, dass ich dann so eben schon ein bisschen eine Visualisierung habe von, okay, so wie das aussieht, das löst in mir schon ein bisschen etwas aus. Was es so von der keine Ahnung, eben von der Energie her, von mir innen. Dann auf der Bühne soll sein. Und dann ist die Musik, dann ist wirklich einfach stundenlang einfach zu überlegen, wie tönt denn die Playlist für das Programm. Und was auch immer dort dann ist, merkst du, da ist ein bisschen mehr Wut und irgendwie... Wir möchten dann alle Farben irgendwie drin haben am Abend, genau. Dort ist ein bisschen mehr Happiness oder eben Empowerment, alles so Sachen, oder? Und irgendwie, wenn das dann mal alles klar ist, dann noch... Eben, geht es nicht von allein, aber dennoch spürst du viel mehr aufgrund von diesen, ich sage jetzt, Guidelines. Ah, okay, jetzt wird es das, oder? Und ja, das kann zum Teil, ich meine, ich weiß von Leuten, die die Schlussnummern am Tag vor der Premiere so aus dem Nichts so, ist mir auf einmal in den Sinn gekommen. So, nein, es ist nicht auf einmal in den Sinn gekommen. Es ist irgendwie, du bist jetzt der monatelang bist du am Überlegen gesehen, was wird meine scheiß Schlussnummer, dass ich irgendwie das Programm beende. Und die, keine Ahnung, die Hirni in Einklang mit dem Körper sagt, jetzt ist der Moment, wo wir es rauslernen. So, das ist es übrigens. Das ist einfach, was passiert, das sind irgendwelche chemischen Prozesse, das ist einfach verzögert. Jetzt. Ja, und nachher schafft es ja noch mehr, oder? Ich meine, ich finde es jetzt auf Tour wieder einfach so, irgendwie faszinierend, wie sich das Programm wie so unmerklich verändert. Ja, ja. Ich selber schnall es gar nicht, aber Leute, die vielleicht am Anfang waren und jetzt wieder kommen, finden so, hey, was hast du gemacht? Ich so, gespielt, jede Abend, es ist halt jedes Mal ein bisschen anders. Ja, und es ist eben so, in den Baby-Steps merkst du es gar nicht, aber in den grossen Schritten sehen es andere Leute dann. Was ich jetzt auch von dem, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe jetzt 3 Jahre lang das gleiche Programm gespielt. Premiere bis Derniere. Und ja, gut, ich habe mal das Bit rausgenommen und ich habe mal das rausgenommen. Aber es ist trotzdem immer noch gleich lang wie an der Premiere, obwohl ich 2 ganze Bits rausgenommen habe, die irgendwie 12 Minuten sind oder so, weißt du? Das gibt es ja gar nicht. Einfach letztes Mal auch. Wieder, ich laufe irgendwie von der Bühne in die Pause und es ist irgendwie 65 Minuten. Ich so, nein, was habe ich gemacht? Einfach durch das, wir spielen gewisse Nummern, irgendwie plötzlich ein bisschen langsamer, weil wir vielleicht mehr Vertrauen drin haben, wir bauen es aus. Jetzt bin ich auch, jetzt will ich eigentlich einen Frühlingsputz machen, jetzt will ich echt 10 Minuten wieder rausknallen aus dem ersten Teil, aber ich weiß noch nie welche, weil es irgendwie alles so zusammenhängt. Also gut, am Premiere ist es eigentlich auch gegangen, aber ich weiß nicht mehr. Welchen Teil jetzt wirklich kann darauf verzichten. Und das sehen die Leute von uns, sehen das viel mehr, weil sie dann sagen, es ist völlig anders als an der Premiere. Aber du musst auch nie wirklich langweilig. Oder mega häufig finde ich Freundinnen, die finden so, hey, jetzt gehst du irgendwas 3 Jahre mit dem auf Tour. ist ja mega repetitiv. Und ich finde so, nein, ich glaube, sonst würde ich den Job nicht machen. Ja. Yeah. Oder ich weiß nicht, wie es. Ich finde es auch nur schon der Weg. Also ich komme immer mit ÖV irgendwann an einen Auftrittsort. Ich finde nur schon den Weg vom Bahnhof als Theater. Ich probiere immer noch irgendeinen so ein bisschen Umweg zu gehen, irgendeinen so den Ort. Ja, du hast halt auch noch Zeit. Ich bin immer so recht on point.
Ja, aber ich komme dann manchmal ein bisschen zu spät zum Soundcheck, muss ich schon sagen. Ah, okay. Weil ich finde so, hey, ich will mal den Ort spüren. Oder nur schon irgendwie eben in Gossau, irgendwie so die Bahnhofstrasse ablaufen und wieder denken so, wow, was haben die da für Häuser aufgestellt? Ja, irgendwie so, oder manchmal nur schon so ein bisschen Gespräche, weißt du, irgendwie so auf dem Stadtplatz oder so. Mhm. Entweder irgendwie, vielleicht kennt dem jemand oder ich habe irgendjemand an und dann einfach so kurz so, so, ein so, sagen wir mal, so ein Dorfgespräch führen. Du, hey, was läuft gerade so da? Ja, aber ich nervt gerade? Genau, ich habe gemerkt, wie zum Beispiel, als ich das letzte Mal solo in Chur gespielt habe, habe ich am Morgen einen Radiotermin in Chur. Und dann hatte ich halt den Rest vom Tag Zeit gehabt. So, und dann bin ich irgendwie halt, einerseits bin ich in der komischen Outlet und dann habe ich dort einen Kaffee genommen und dann bin ich noch im einen Park spazieren und so. Und so oben habe ich dann am Anfang, ich weiß nicht wie viel, aber sicher 5, 6 kurze Jokes, die dann eben schon fast Geschichten geworden sind, über meinen Tag in Chur gehabt, oder? Ja, das ist super. Und die Leute sind super dabei gewesen dann. Und du hast gerade eben die Energie hast sehr schnell dort können kreieren. Im Gegensatz zu früher, wo ich eben, keine Ahnung, Mittermeier immer so toll gefunden habe, und der macht ein ganzes Schweizer Programm und so. Ja. Also mit Charlie davon gehabt. Dann sagst du, ich muss das jetzt auch machen, ich will so Lokalbezug. Und dann habe ich irgendwie Ort XY googelt, weißt, was ist gerade passiert, so. Sie haben irgendwie, keine Ahnung, neu ein Bankomat. Und irgendwie. Das mache ich jetzt, ja. Sie haben 3 Briefkästen abgeschafft, weißt du so, oder? Und dann gehst du da und sagst, hey, ist das nicht geil, dass ihr jetzt ein Bankomat habt? Dafür haben 3 Briefkästen weniger, wo du das Zeug nicht einwerfen könnt, oder? Das Geld, das du rauslässt, könnt ihr gar nicht mehr schicken, oder was auch immer. Und die Leute sind so, was? Oh, ja. Weil es eben überhaupt nicht am Puls von ihnen ist und es überhaupt nicht mit ihrem Leben zu tun hat. Aber du von außen findest irgendwie so eine trümmelige News über das. Darum finde ich auch so, genau das Recherchieren im Voraus, ich meine, ich mache das auch jetzt, bei dem Programm muss ich irgendwie, aber ich merke, es ist mega ein kleiner Teil eigentlich. Mhm. Der größte Teil ist wie nochmal vor Ort. Genau das interessiert uns, was die Leute sich erzählen, oder? Genau. Sonst ist es wie, ja, es ist eine Bankmann-Geschichte, aber ich finde es aber auch so, dass in diesem Programm in der mega häufig habe, Freunde, so ein bisschen Gemeindepolitik, habe ich so gedacht, hey komm, das ist wirklich sehr, sehr langweilig. Mhm. Aber mittlerweile merke ich so, ja, es hat so vielleicht so einen kleinen, ja, so einen kleinen staubigen Touch, aber eigentlich geht auch hure viel ab in diesen Gemeinden mit so Entscheiden, wo dann irgendwie auch, ich meine, die Jungen, die vielleicht dann die News gar nicht mitbekommen, nerven sich halt vielleicht einfach, weil plötzlich irgendetwas gebaut wird oder nicht. Yeah. Aber irgendwie geht ein Huren viel ab in so Gemeinden. Ja, yeah, ja. Yeah. Mit so, eben so kleinsten Schüssel. Entscheidung, was ist. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Entscheidung, nur wirklich, ob man einen Haag baut. Bei meinem Dorf. Ein Haag. Es tut eigentlich noch nichts, oder einfach einen Haag an einer kleinen Strasse entlang, ob man den jetzt bauen darf oder nicht. Mhm. Und es hat mega Opposition gehabt, aber eigentlich wie so von Schulkind. Weil für sie ist das wie, über die Wiese reinzurennen, ist so der einfachste, schnellste Schulweg. Und jetzt genau das, was ich mir jetzt überlegt habe. Verdammte Haag gemacht. Yeah. Aber wie willst, eigentlich ist es vom Bauern nicht gern gesehen, dass man über die Wiese reinrennt. Mm. Also das heisst, wo können sie überhaupt einbringen, dass sie dagegen sind? Aber es hat sich dann gleich, also im Verlauf vom Obig dort, hat sich dann wie, habe ich so rausgespürt, was eigentlich das Problem ist. Yeah. Der Haag, oder? Also eigentlich nichts. Und trotzdem hat es für mega viele Menschen oder für überhaupt nicht stimmberechtigte Menschen in der Schweiz eine mega Auswirkung, aber wie sich ja, irgendein Teil von ihrer Kindheit geht oder wie so weg. Also ich habe etwas vom Geilsten gefunden, einfach über eine Wiese rennen, um in die Schule gehen. Das ist so, es tut so noch nichts, aber es ist so, wenn ich jetzt so also zurückdenke, es war so ein Freiheitsgefühl gewesen, was so verbunden ist so mit Kindheit, Teenagerjahr, so keine Verpflichtungen und so mega, also muss mich nicht an alle Regeln halten. So. Mhm. Absolut. Das habe ich jetzt gehabt, als ich bei einem Park durchgelaufen bin, wo ich früher immer Big Basketball spiele. Mhm. Und da habe ich so gedacht, jetzt einfach da durch. Jetzt will ich, weißt du, so ein bisschen Kindheitsgefühl, jetzt will ich mal schnell den fucking Basketballkorb sehen. Und der Korb steht immer noch dort. Es ist jetzt aber rundum, also eigentlich überall, ja, auch wo der Korb drauf steht, ist es jetzt zugewachsen mit einer riesigen Grünfläche. Und es sieht schön aus, aber es ist jetzt so wie keins von beidem, wo ich so denke, also ich sehe jetzt nicht realistisch, hier jemand Basketball spielen, weil es ist eine Wiese. Also weißt du, es ist irgendwie eine Hochwiese. Also es ist wirklich so ein bisschen Unkraut gestrüppelt, Zeugs und Sachen. Aber der Korb ist ja trotzdem auch noch da. Ja. Also es ist so,
Es wird so, doch. Ist immer so filmkulissenmäßig, ja, so ein heruntergekommen, genau, so ein bisschen Banlieue. Aber es ist wirklich genau das Feeling gesehen. Ja, so Last of Us-mässig. Es hat einen Korb, aber du kannst nicht spielen, oder? Der Schulweg von mir, Freund, wir sind so ein bisschen unten so an einem Hang aufgewachsen und ich musste eine längere Strasse führen und dann so einen Hang drauf durch einen Wald durchlaufen und dann kommst du irgendwo oben raus und dann irgendwann hinten dran. Aber du bist schon in Zug in Schule, ja, oder? Also auf dem Land, ja. Okay. Grosser Kantonzug. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall hat in dem Waldstück den Hang drauf, wenn ich als Kind zum Teil ist vielleicht am Abend noch irgendwie, weiß nicht, eine Musikstunde oder so, ich muss irgendwie durch einen Wald heilaufen, ich war immer so ein bisschen gefürchtig, mhm, so ein Bächli gehabt, wirklich so dunkel, schummrig, das ist irgendwie einfach, wow, am Abend dort rein, gerade so November, Dezember, das ist wirklich jedes Mal so einfach eine Mutprobe gewesen, yeah, und zum Teil auch so schneller gehen oder rennen oder weißt, einfach irgendeinen möglichst schnell hinter mir haben. Und letztes Mal, als ich wieder da war, habe ich gefunden, ach komm, jetzt läuft wieder mal so mein alter Schulweg, mhm, und bin dort irgendwie rauf und dann sehe ich das unterste unten am Wald, haben sie jetzt auf so einem Betonpflock einen Lichtschalter. Jetzt kannst du dort, wer immer die Idee hatte, um irgendein Kind die Angst zu nehmen, oder, jetzt kannst du dich drücken und dann geht wirklich im ganzen Wald gehen die Lichtchen an. Yeah. Und dann kannst du dort drauflaufen und hast keine Angst mehr. Und hat es dein innere Kind beruhigt? Nein, ich habe so gefunden, so, nein, ich will, dass ihr auch Angst habt. Nein, gefunden, aber es ist wirklich, dass ich so, nein, wo gibt es das? Wo macht man das? In einem Wald? So geil. So Licht, damit ja, irgendein paar Schulkinder dort unten. Also, wie kommst du überhaupt auf die Idee, so, zu sagen, okay, das ist jetzt Problemlösung? Ja, yeah, ja. Yeah. Anstatt wie so, ich meine, wenn ich nach mir heimkomme, müssen wir mal so, hey, look, was könnte passieren? Und ich sage, so, ja, es könnte irgendjemand versteckt sein, aber ist sonst irgendjemand etwas versteckt, ist hier Zeitung irgendetwas gelesen? Wie so, yeah, yeah, der Ratio, yeah, von Schaffen und so ein bisschen, ja. Aber nein, macht einen Lichtschalter. Geil. Absurd, ja. Was ich immer faszinierend finde, ist, wenn man etwas von der Kindheit revisited, sozusagen, wieder besucht, dann... Es ist meistens ein bisschen scheisse. Es ist meistens ein bisschen scheisse und es ist meistens 100-mal kleiner, als es für dich als Kind gesehen ist. Europa-Park, come on. Nein, aber ich finde das wirklich faszinierend. Also weißt du, schon nur eben Gebäude, Strassen. Ich habe mal ein Jahr im Elsass gewohnt. Ich bin dann irgendwann in das Dorf zurück. Aha. Ich so, also warte jetzt, von dem Kreisel bis zu dem Haus, wo wir gewohnt haben, das sind irgendwie gefühlt 200 Meter. Aber ja, in meiner Kindheit ist das gesehen. Boah, das ist, weißt du, gefühlt schon das nächste Land, oder? Hey, oder während Lockdown gefunden, wieder mal Maisfeld-Fangis gemacht. Ja. Ich so Zeit gehabt. Ich fand, hey, mich so mega gefreut. Hey, komm, scheiß Lockdown, wir machen etwas für draussen. Hey, wir gehen, ein paar Freunde machen wir Maisfeld-Fangis. Ich bin so gefreut. Und dann bin ich in einem Maisfeld und so, hey, verdammt, ich sehe ja fast drüber raus. Ja, ja. Was ist? Und ich mag das Bild schon mal so gewesen, so der kleine Michele irgendwo unten dran, also verirrt an mich, hey, will lang gelaufen in eine Richtung, um wieder rauszufinden, mhm, und dann irgendwann so aufgegangen von, das ist glaube ich die falsche Richtung, anstatt zu Ende laufen, wieder in eine andere Richtung, yeah, so in den Panikmodus reinkommen, wo irgendwie schlimm ist, aber irgendwie auch so etwas war von, oh, es ist so ein kleines Abenteuer in so einem Maisfeld, das ist komplett weg gewesen, oder? Ja, logisch. Und Zeit finde ich auch immer so krass. Wie Zeit mit jedem Jahr relativer wird. Weißt? Es ist geil, wir reden schon so zwei, nein, aber, zwei ältere Mann. Aber es ist wirklich auf die Kindheit bezogen. Ja. Es ist ja wirklich, wirklich krass. Weil, das habe ich mir dann auch wieder sagen, weil ich dann an das Elsass gedacht habe. Das war eine halbe Stunde von Basel. Ja. Und wir haben ab und zu den Weg machen. Und das ist für mich Tortur gesehen. Ja. Es ist so lang gegangen, es ist so, was weiß ich. Das stimmt, so Autofahrt, nur schon ins Tessin, ja, und man denkt, hey, was läuft mit euch? Und jetzt mit den Kindern von meiner Freundin, wir irgendwie halt ab und zu mit dem Auto nebenan und ab und zu machen wir Basel-Zürich. Und ich habe zuerst nicht gecheckt, so, warum für die das so eine große, ja, Ausflug ist und warum sie das zum Teil schlimm finden. Weißt du, ja, nein, ich will nicht und so. Und dann habe ich an das wieder zurückgedacht und dachte, ja, shit, logisch. Stimmt, ja. Das fand ich ja, oh Gott, das ist ja doppelt so lang, wie ich vom Elsass auf Basel fahren. Ja, was machst du da hinten im Auto? Ja, eben, es ist wirklich so, oh Gott. Und jetzt, für mich, jetzt, ich bin heute Morgen, bin ich schnell, in Chur, bin ich schnell auf Chur gefahren von Basel und bin jetzt da und denke so, ja, ja, easy, weißt du, das ist erst Nachmittag. Aber das finde ich von heute noch lang, also Autofahren. Es ist lang. Zugfahren geht easy lang, da habe ich ein Nullproblem, aber im Auto,
Nein, das ist... Das Telefon, ja. Podcasts, Musik. Ich finde so einen seltsamen Zustand von irgendeinem... Also, man ist irgendetwas am Machen. Ich komme aber auch zum Teil auf gute Bits. Während dem Autofahren? Ja. Ja. Nein, nein, geht gar nicht. Nein. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie zwei Stufen auf der Strasse. Oder, nein. Irgendwie, es ist irgendwie... Du hast ein Bit-Gedanke im Autofahren? Ich manchmal schon, ja. Krass. Und zwar oft, wenn ich irgendwie... Aber nicht nur so Hate-Geschichten, so gegen andere. Ich habe mittlerweile 3 Stunden so, über Arschlöcher im Autoverkehr. Nein, sondern... ich möchte das Programm sehen. Mega in der Zeit, so, der Autofahrer. Das ist mir eigentlich, müssen wir das machen. Autofahrer, finde ich aber geil. Wirklich so der Autofahrer, so nicht ganz gut angelegt, mit so einem schlechten Käppli. Ja, aber das wäre super, das würde sich das super verkaufen. Das der Autofahrer. So, also einfach wirklich so, hey, gegen 30er-Zone, 5 Parkplätze. Genau. Ja, vor allem, ich kann viele Leute schändeln, wo ich für das ankriege. Hättest du sicher einen super Sponsor. Jede lokale Garage von jedem Ort, wo du spielst. Würde sagen, hey. Die du immer am Radio hörst, wo du denkst, das genau. Sind die Letzten, die noch Werbung machen. Ja? Irgendwie, du hast ja das Radio Bit gehabt, oder? Stimmt. Das ist oft immer so, präsentiert von der Autogarage. Ihr Partner für Nissan. Also, noch nie ist jemand auf die Idee gekommen, ich will einen Nissan. Welche Garage muss ich jetzt da aufsuchen, dass ich einen Nissan kriege? Sonst ist es wirklich oft so, welche Garage ist am nächsten? Was habt ihr? Ah, okay, den halt. Den halt. Ja, sehr schön. Also, du hast immer so spezifische Marke, oder? Ihre Toyota-Händler. Also, will ich wirklich einen Toyota? Ist das? Das stimmt. Stimmt, so Autobrands, aber ich habe keine Ahnung, was die für Autos so machen. Das ist so eine Welt, die mir völlig verschlossen ist. Das wäre auf jeden Fall Sponsoren. An jedem Ort würdest du irgendeine lokale Garage finden, die sagt, wir haben noch ein paar tausend Werbebudget. Ja, komm, Toursponsoring. Autofahrer. Der Autofahrer. Der Zugfahrer funktioniert irgendwie nicht. Das möchte ich gar nicht sehen. Nein, aber der Autofahrer ist schon eine sehr geile Figur. Es ist ja mittlerweile auch so ein aufgeladenes Thema, oder? Es ist immer gerade der Fight. Hey, ich finde es eigentlich krass, so die Gegenüber. Im Programm haben wir Verkehrsprobleme, sind immer so das häufigste. Ja, logisch. Und es gibt ja immer gerade so Autofahrer, Velofahrer. Immer. Ja. Es ist ja auch sehr oft genau gerade die Position, die du nicht hast, oder? Als Velo findest du dann so, komm. Regeln. jetzt kann ich ja doch schon schnell links. Es ist wirklich so. Als Velofahrer finde ich auch, dort habe ich sehr häufig so ein bisschen den... Ja, ich habe mal ein Jahr in Florenz gelebt und dort ist es wie so, habe ich auch das Velo gehabt und dort ist, dort habe ich eigentlich, glaube ich, dort ist, hat mein Fahrstil prägt. Also sowohl Autofahrer wie auch Velofahrer. Und ich bin heute mit dem Velo auch so unterwegs. Einfach, ja, würde sagen, ja, Verkehrsschilder sind ein Angebot. Aber, absolut. Aber mega häufig finde ich, ist es aber auch so, was ich ja wirklich finde, ist so, je nach Stadt, wo du unterwegs bist mit dem Velo, ist es einfach auch wirklich einfach mega seltsam. Also zum Beispiel in, als ich in Luzern auftritt hatte, habe ich gefunden, ich fräse vorher dann so ein bisschen mit dem Velo in der Stadt umeinander. Yeah. Und dann kommst du irgendwo vom Leuenplatz, dort mit dem Denkmal, kommst du aber richtig sehen. Und es ist eine mega fette Hauptstrasse und du hast einen Velostreifen. Mm-hmm. Und plötzlich so dort, wo alle Autos zusammenkommen, Das ist einfach plötzlich weg. Genau. Du bist so, bist zuerst ein bisschen als Neuling überfordert, wo fahre ich jetzt durch? Und eigentlich in dieser Überforderung ist es so mega schlimm, wenn man recht nicht aufmerksam ist, den Autofahrer gegenüber. Also ich finde, das gibt es mega häufig, oder? Dass du einfach denkst, so, hey, als Velofahrer ist eigentlich so, schaust eigentlich ein. Das habe ich zu Basel, weiß nicht, wie lange ich bei Energy geschafft habe. Also sicher die Zeit, wo das Büro noch an einem Ort war, habe ich irgendwann gecheckt, dass ich in dem Fall die 4 oder 5 Jahre die falsche Strasse genommen habe als Velofahrer. Auch die Einbahn, oder? Und zwar, nein, nicht Einbahn, sondern die absolut überfahrene Autostrasse, die Richtung Autobahn geht. Ja. Und ich bin immer mit dem Velo ganz rechts und ich habe es immer ein bisschen unangenehm gefunden. Ja. So, es ist schon viel Auto und ich bin da irgendwie so am Abstrampeln. Weil ich nie gecheckt habe, dass es irgendwie 50 Meter weiter rechts durch so einen Gebäudekomplex durch, wo irgendwie Uni ist und verschiedene Firmen, es dort einen unterirdischen Veloweg gibt, wo eigentlich sollte sein, um eben diese Strecke zu durchqueren. Mhm. Fünf Jahre oder so habe ich das falsch gemacht. Ja. Aber es sagt niemand und ich verstehe es auch, vielleicht hupt mal jemand. Ja. Aber darum, ich habe mittlerweile, wenn ich auch mit dem Auto oder so unterwegs bin, man muss irgendeine Requisite transportieren, ich habe ein mega Verständnis für all die VelofahrerInnen, yeah. Weil ich so denke, hey,
es geht ein bisschen um Überleben, oder? Es ist so. Und darum finde ich dann zum Beispiel Amsterdam finde ich dann wieder sehr geil, wo eben auf Velo aufgebaut ist, mhm. wo dann auch merkst, du bist dann als Velofahrer bist du dann schon fast wieder Autofahrer. Du bimmelst irgendwie Fußgänger aus dem Weg und so. So, hey, das ist im Fall meine Strecke. So, was stehst du jetzt denn da? Was macht der Fußgänger? Was macht Fußgänger eigentlich? Gegen wer kann die Person noch? Es gibt wie nichts mehr. Ja, es gibt. Aber ich finde es so spannend, wie sich denn das auch so aufschaukelt, dass man dann einfach plötzlich. Es gibt immer so. Einfach, eben, es gibt dann gerade so ein bisschen Krieg zwischen diesen beiden Parteien, eben Velo, Auto. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich probiere eben dort auch Verständnis für alle Seiten zu haben, weil ich wirklich alle Seiten kenne. Und es ist wie so zum Problem können lösen. Ich habe es gerade mitgemacht bei so einem Workshop, punkto, also Fakt, wir haben eine Klimakatastrophe, wir haben quasi Klimaveränderungen starke. Das war wieder der Grundsatz, gewesen, um überhaupt in dem Spiel mitmachen zu können, sonst bringt es nichts. Yeah. Und dann war es wie, einfach mir in einer Spielsituation kann man sich besser in die andere Seite hineinversetzen. Mhm. Sie haben so einen Spielaufbau gehabt, mit verschiedenen so Players. Also quasi, das ist so, es kommt so ein Hut über, die eine ist so Bevölkerung, dann gibt es Politik, dann gibt es irgendein Unternehmen, Investoren, irgendeinen Planer und so weiter. Und du kannst aussuchen, welche Rolle du hast, und dann gibt es wie so gewisse Karten, die du kannst ziehen kannst. Mhm. Und du ziehst von eben, sollen wir irgendeine Food Waste reduzieren, sollen wir Parkplätze reduzieren, was auch immer. Und du siehst immer so drauf auch, wer von diesen Partnern dir etwas könnte bringen, wer nicht, wie viel Geld das kostet. Und es war mega spannend, gewesen, das zu spielen. Weil ich habe gefunden, so, komm, ich gehe jetzt mal von der Bevölkerung raus und ich gehe jetzt Richtung Industrie. Mhm. Und nur schon mit dem Käppchen von der Industrie auf irgendjemanden zulaufen, habe ich gemerkt, so, wow, Misstrauen, ohne Ende. Alles, was ich vorschlage, ist so, nein, come on, was profitierst du sicher nicht? Und ich fand, huere krass, nur weil ich die Mütze anhabe. Und es hat so viele Lösungen komplett verhindert. Ja. Weil einfach mega viele Leute einfach eine stereotype Vorstellung haben, nur schon von der anderen Partei. Yeah. Und gleichzeitig eben die anderen müssen so, Bevölkerung auch verdammt kompliziert, wenn die nicht alles freiwillig und sich an nichts halten. Und dann gemerkt, hey, so aus dem Spiel, es ist einerseits, man kann es fast nicht sagen, eigentlich mega Fun gemacht, also einfach, weil wir uns selber so hinterfragt haben in unserer eigenen Rollenvorstellung. Und das habe ich gefunden, so, hey, wenn man das so mega viel mehr Ort würde machen oder könnte machen, einfach sich durchs Spiel in eine andere Rolle versetzen, glaube ich, es wäre viel mehr so irgendein Miteinander etwas herauszufinden. Oder eben eine Lösung zu finden für all die Probleme, anstatt einfach fighten und ja, sagen wir, dass wir dann weiterspielen, wo quasi dann auch irgendein Medienzirkus mega hilft oder so. Ja, oh ja, schau, wir brauchen Pro und Contra in jeder Arena. Es ist immer Pro und Contra. Es ist nie so, ach komm, lass es mal. Es ist immer Teams wählen, sage ich. Ja. Es ist immer entweder eben das Entweder-Team oder das Oder-Team. Ja. Es gibt nichts mehr dazwischen. So. Ja. Ja, ja. So, ja, jetzt haben wir Probleme angesprochen, keine Lösung dafür. Wobei doch ein bisschen. Eben, man sollte sich mehr in die... Man sollte sich einfach am Tisch treffen, so wie du. So wie wir es gemacht haben. Weil wir haben jetzt ohne Scheiß schon 1,20 durch. Oh, krass. Hast du gewusst? Nein, das habe ich nicht gewusst. Ich habe zwischendurch mal so gefunden, so, ah, jetzt ist es ein bisschen lang jetzt auch. Lassen wir überhaupt so lange zu? Machen wir Nachbesprechung, Podcast-Nachbesprechung. Ja, das kann man nachher noch, ja, müssen wir schon mal machen. Vielleicht nochmal eine Stunde, so Analyse, wo wir selber uns schauen. Gerade wenn ich sage, jetzt lassen wir die 1,20 laufen und überlegen uns, was, wenn, wo. Das fand ich super. Ich weiß einfach gar nicht, wie es angefangen hat. Du hast irgendwie plötzlich davon reden. Für mich war es so, hey, hat es jetzt schon angefangen oder nicht? Ja, ich glaube... ich weiß nicht, wie es angefangen hat. Ich wollte einmal fragen, haben wir jetzt schon angefangen? Aber wir haben dann schon angefangen. Und dann habe ich gefunden, so, das ist jetzt aber auch weird, das zu fragen. Ich habe gefunden, es ist so, hä? Und jetzt ist aber auch so das Ende, ist irgendwie auch so, ist es jetzt schon fertig? Ich glaube, es ist fertig. Es noch weiter? Es ist zeitlich gebunden. Es ist fertig. Aber die Frage, wo schneidest du weg, oder? Ah, ich sage noch Christoph danke. Ah, danke, Christoph. Und ich sag dir danke, dass du da gewesen bist. Danke schön für die Einladung. Und wünsche dir weiterhin viel Erfolg, alles Liebe. Ich habe das ja noch nicht können schauen, aber ich habe es fest auf der Liste. Alles ja gut, ja. Würde mich dich freuen. Du würdest schauen. Gibt übrigens einen geilen Song, der hat das letzte Mal erzählt. Hast du den gehört? Alles wird gut. Ja? Ja, dann laufen wir in der Pause. Wirklich? Ja. Großartig. Ja, ich mag den Song mega. Ja. Ist mega viel gelaufen während dem Schreiben. Also Kummer, genau. und irgendetwas Rabe, wie heißt der? Ja, ich finde, bringt mega das Gefühl, das wir so haben in unserer Zeit, recht auf den Punkt. Weil eben beim Philipp sein Programm hat er eben gefunden, er will das als Schlusssong. Ah. So, und wo wir sind, kurz nachdessen, hast du mir gesagt, dass das Programm so heisst. Ja. Und dann haben wir es von dem Song gehabt. Weil der ist wirklich geil. Ja. Der würde jetzt auch gerne laufen lassen, so am Schluss. Aber dürfen wir natürlich nicht. Ja. Aber los denn, komm mal, alles wird gut. So, danke vielmals, macht's gut, bye bye. Peace.